Hallo, willkommen zu Codenames. Hallo. Hockey und Ricky sind dabei. Wie sie herausstellt, sind sie beiden auch direkt die Geheimdienstchefs. Und, stimmt. Die haben das beide noch nie gespielt. Nee, ich kenne das Spiel. Ich hab schon ein, zwei Mal gespielt. Ricky hat auch, ein bisschen gesehen. Ich hab's gesehen, ja. Okay. Das ist nicht so, ist nicht so kompliziert. Nein, das ist auch easy peasy. Aber ich muss trotzdem überlegen. Aber die Wörter sind alle Blau-Hockey. Aber hat das keinen Ton? Nee. Nö. Ricky, gib uns bloß mal keinen Tipp, der uns auf diese schwarze Karte hinweisen kann, ne? Das ist das Wichtigste. Genau. Das habe ich verstanden. Das habe ich schon gesehen. Ich meine, Folie oder so, ganz, ganz gefährlich. Haben die Ermittler denn eigentlich zusammen oder nacheinander? Gute Frage. Nee, nacheinander. Okay, also wir dürfen uns nicht absprechen, oder doch? Also zusammen wäre dumm. Oh, ich glaube, ja, wir dürfen reden, aber miteinander, oder? Ja, klar. Ja, klar können wir reden. Wir sehen doch beide nichts. Wie war der Tag so gesehen? Ja, ganz okay. Hä, warte, ist oben rechts mit Jura, ist damit der Kanton in der Schweiz gemeint oder Jura? Was? Du darfst nicht sagen, was da steht. Hockey. Ich hab's nur so gefragt. Ich geh ja gerade die Wörter durch. Ich glaube, du wolltest es nicht angeben. Aber es ist völlig egal, wofür es steht, selbst wenn es eine Doppeldeutigkeit hat. Du kannst es doch so oder so betrachten. Ja, sowas wie Stück. Wie du es willst. Das ist okay. Oder Vorsatz. Man hat keinen Unterschied, Mann. Oder Clown. Das hat alles halt viele verschiedene Bedeutungen. Ich gehe mit dem. Oh. Okay. Oh, ja, okay, ich verstehe. Rat, Ben, ich bin also. Versuch ein Wort zu erraten. Ja, ich kann auch einen auswählen. Ihr könnt euch abschauen. Wirklich? Ich habe auch hier die Finger. Ganz klare Sache an der Stelle, denke ich. Aber wir sprechen jetzt ein bisschen ab. Ich sag, ich meine, ist beides unter. Ist beides beliebig austauschbar, natürlich, aber ich denke, Mui und Baby sind sehr kleine Dinge. Oh, also, Zwerg aber auch. Ich auf jeden Fall mit, ne? Oh, Zwerg ist auch winzig. Stimmt, stark. Ich glaube, Hockey weiß gar nicht, dass ich klein bin. Er will zwei Begriffe haben, ne? Pass auf, der Zwerg, der ist winzig, den klinken wir direkt ein. Oh mein Gott. So, den zweiten machst du. Ach nee. Nee, ich würde Fully sagen, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen mehr bei Fully auch. Ja. Muss doch. Oh, nice. Ist Fullys Wort. Was haben wir sonst erwartet? Nice. Okay, was? Ricky, du hast 100% ja, ich hab mir schon. Okay, alles klar. Aber warte mal. So wie viele muss ich noch haben? Wie viele ich davon habe? Ne? Du kannst sie anklicken oder? Und dann steht die Wortanzahl bei. Ach, ich muss das anklicken. Du kannst aber auch so einfach eingeben. Ich werde einfach anklicken. Oha, okay, aber ich habe jetzt schon was für die nächste Runde. Jungs. Oh, nice. Oh, das ist draußen. Das gefällt mir. Da haben wir als erstes doch direkt mal Zelt. Indien ist draußen. Ich meine, Zelt verstehe ich vollkommen, ja. Ja, Wind, die ganzen, natürlich, ich meine, die ganzen Australien und so ist natürlich auch draußen, klar. Also bei den Temperaturen ist bei mir die Cola auch draußen, habe ich recht. Johnny. Das ist nicht gemeint. Blume finde ich gut. Ist halt ja, Johnny, draußen, Blume und Wind, das sind halt typische Sachen, die hast du alle draußen. Einfach. Zelt würdest du nicht sagen. Wahl ist auch draußen. Doch, klar, nee, ich bin voll bei dir mit den Zehn. Achso. Das stimmt allerdings. Ja, die drei Sachen, oder? Warte, was gibt's hier noch? Wahl, der draußen ist, ne? Ja, natürlich kann der draußen sein. Hör auf, uns einzulullen, okay. Jäger ist tatsächlich auch draußen. Ja, Jäger ist auch draußen, Wahl ist draußen, aber ich weiß nicht, ob Ricky das meint. Zeltblumen. Forscher habe ich auch noch nicht. Ich bin bei Wind noch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Das ist abstrakter. Aber Baby Zelt ist halt auch schon ein bisschen draußen. Wobei Blume muss auch nicht drin. Lass erstmal Zelt. Bist du nicht überzeugt? Ja. Also drin ist das Baby auf jeden Fall nicht mehr. Wollen wir nehmen? Oder? Das kann ich garantieren. Wie wäre es, wenn wir nicht erstmal Zelt nehmen, sondern keine Ahnung, erstmal Blume? Warum? Weil Blume ist definitiv draußen, oder? Nee. Meinst Zelt finde ich am sichersten irgendwie. Ja. Okay, ich gehe mit dir. Das yes. War richtig. Okay. Okay. Hoffentlich hat er das auch gemeint. Ich glaube, die werden eine starke Runde an den Tag legen. Wind ist so oder so draußen, sein, ne? Also das kannst du halt nicht anders verstehen. Nächste Runde holen wir wieder raus. Es gibt einen Windkanal, der ist drin. Let's go! Nice. So, Ricky, und er bangt natürlich jetzt, ob wir es richtig machen. Ja, der pocht. Trauen wir uns? Ja, wir trauen uns. Blume, einfach oder? Die Blume. Wir haben es beide ausgewählt. Let's go. Ja! Yes, yes. Ach du Scheiße! Drei Punkte! Jawoll! So muss das. Der Mann weiß direkt, der weiß direkt, okay, Hockey. Wir wissen noch, wir haben noch Baby im Kopf. Wir nehmen Baby auf jeden Fall. Ricky Grün. Ich nehme direkt Baby. Mensch! Okay. Hört aus, aber das ist jetzt voll ein Mensch. Hör auf, ihm das zu sagen, Mave. Dann Jäger ist ein Mensch. Und ein Forscher. Das sagen? Nein. Ihr dürft eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob Jäger. Ja, und das Baby halt, ne? Das Baby habe ich auch genommen, ne? Achso, ja. Wir locken das alles ein, was du gesagt hast, Mori, oder? Ja. Alles. Ne, wir machen mit dem Forscher weiter. Ja. Danach der Jäger. Na. Komm, gehen wir mit dem Clown. Oh! Aber wenn wir gut drauf sind, nehmen wir noch die Kohle. Alter, Scheiße. Okay. Also ich sag, wie es ist. Nee, ich denke, wir werden die Runde. Ich hätte bei Mensch eher an Ricky Grönemeyer gedacht.
Ja, der ist, steht doch nicht zur Auswahl. Ach, der Mensch ist Mensch. Mhm. Warum ja, kann ich... war, die hatten echt leichten Begriff, to be fair. Das war gut von Hockey. Hockey war stark. Ja, wir. Warte mal, ihr hättet ich kann hier... Zeug. Ach so. Nee, hä? Ich kann eine bestimmte... Ich kann welche nicht auswählen. Ich kann eine rote... Kann ich eine rote auswählen? Ja, wir ja, müssen eine ja, rote aufdecken. Wir müssen aufdecken. Nur die roten. Ach, du musst gar nicht gehen. Boah, war das lucky. Holy warte, shit. Was? Yo. Ricky wusste gar nicht, dass wir die roten Karten aufdecken sollen. Oh mein Gott, Johnny, wie haben wir das da geschafft? Naja, weil das ja halt ausgewählt war ihm schon bewusst. Okay. Das war ihm nicht bewusst. Doch, er dachte, er kann auch neutrale auswählen. Er wollte keine blauen auswählen, richtig? So. Ja, ja. Ja, natürlich. Nee, neutrale sind die beigen, oder? Boah. Genau, ja, genau, das ist einfach die Runde vorbei für euch, wenn ihr die wählt. Ohne Strafe. Genau. Also das ist keine Strafe. Ich lieb's in der Rolle von Hockey zu sein und zu wissen, was Ricky gerade macht. So. Nee, ich bin gerade überlegen, was ich mache, aber ich bin unsicher, ob Maeve und Moggy klug sind. Okay. Also Moggy auf jeden Fall, ne? Oh, vielleicht, warte, vielleicht funktioniert das. Oh, hoffentlich. Weiß nicht, Maeve, erinnerst du dich an die Hamburg-Italien-Sache? Aber wir schaffen es trotzdem. Okay, Gegenstand. Da könnte einiges als Gegenstand zählen. Einiges sind natürlich Gegenstände. Aber zum Beispiel eine Schnur ist ein einfacher Gegenstand. Ein Stück könnte man quasi so sehen. Rasierer. Nee, ein Stück würde ich eher... Ich glaube, ihr vergesst gerade den wichtigsten Gegenstand. Wii ist auch ein Gegenstand, natürlich. Würdest du eine Konsole... Ich meine, eigentlich schon, aber würdest du eine Konsole als Gegenstand bezeichnen? Ja. Sagst du auch, das ist ein Gegenstand? Ja. Ich meine, das stimmt, Definition aber... Definition ein Gegenstand. Ja, darum geht's mir nicht. Es geht mir einfach nur darum, wie man gängig das bezeichnen würde. Gängig ist... Ich nenne nichts gängig einen Gegenstand. Wann benutze ich das manche Dinge schon. Manche Dinge schon. Wann? Reich mir mal den Gegenstand. Ja, also die Cola ist ein klassischer Gegenstand, den man sich reicht. Ja, eben. Ja, dann würdest du sagen, reich mir die Cola. Das Toast ist doch viel weniger ein Gegenstand als die Wii. Ich meine, es ist auch ein Gegenstand, to be fair. Nein, ein Toast kann man essen. Ich finde, ein Gegenstand ist so leblos und ohne biologische Masse, oder? Also. Oh, ein Toast Stück für dich. Ja, so ein Stück halt. Ist ab. Nein, ein Stück Fleisch ist auch. Es ist zu essen, zum Beispiel. Nee, ich will für einen Rasierer als erstes schon mal. Das ist so ein eindeutiger Gegenstand, oder? Ich weiß nicht. Wie kann man gegen den Rasierer sein? Das ist der eine Gegenstand, den ich hier sehe. Hier ist nichts für mich ein wirklicher Gegenstand als der Rasierer. Okay, zum Beispiel, pass auf. Rasierer und Wii, du hast Rasierer und Wii. Würdest du Gegenstand sagen oder eher Gerät? Gerät. Zu 100% Gerät. Ich sehe den Punkt nicht. Ja, weil Gegenstand... Was hat das damit zu tun, was ich sagen würde? Keine Ahnung, ich finde, das ist... Okay, ja, okay, von mir aus... Ist ein Rasierer ein Gegenstand? Ja, schon. Ist die Wii ein Gegenstand? Ja, schon. Ist eine Schnur ein Gegenstand? Ja. Ja, dann lass uns doch Schnur und Rasierer nehmen, weil Wii ist ein bisschen weird. Ja, okay, dann nimm Rasierer. Aber die Ampel ist auch ein Gegenstand. Weird. Das stimmt leider, verdammt. Ja, weird. Das stimmt schon. Es ist halt ein schwieriges Wort und deswegen versuche ich zu überlegen, was Rickys Gedankengang ist. Also die Schnur ist, finde ich, für mich noch weniger ein Gegenstand als der Rasierer, aber trotzdem das nächstbeste halt. Okay, mein Gedankengang ist, dass er, ich weiß nicht, ob er überhaupt so abstrakt gedacht hat, aber Dinge, die halt vielleicht ein bisschen zu... ordinär sind, als statt dass du sie anders spezifizieren könntest, als einfach ein Gegenstand. Ich hab weißt keine du, worauf Ahnung, ich hinaus möchte? Nein. Okay. Du meinst, alles, was ein Gegenstand, zu offensichtlich ein Gegenstand ist, meint er nicht, weil dann hätte er nicht das von Gegenstand genommen. Nein, ich meine Dinge, das die halt. Schach, so, was Ricky mir durchspielt. Langweilig und unspezifisch sind, dass du einfach nur sagen würdest, ja, das ist ein Gegenstand, aber dir kein, vielleicht kein anderes Wort sonst dafür einfällt. Okay, aber für Rasierer fällt dir das Wort Gerät noch ein. Ja, eben, genau das ist ja, ja mein okay, Argument. Das ist mein Argument. Ja. Deswegen wollte ich ja, dass man einfach drüber nachdenkt. Aber an sich ist es ja auch ein Gegenstand. Ich würde jetzt den Rasierer nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ja, dann nimm ihn. Ich sag doch die ganze Zeit. Oh mein Gott. Oh nein. Es war falsch. Was? Der Rasierer war falsch? Oh, also, das wäre auch für mich das Schlüssigste gewesen. Gedacht. Nein, es ist nicht aufgegangen. Wir merken wenn es die Schnur war, dann habe ich so viele Fragen. Wir merken uns das. Wenn ich Ricky besser verstanden habe, dann... Naja, wir merken uns dann das. Dann war alles von mir valide. Jetzt können wir den Vorsprung erstmal holen und dann ausbauen. Wenn rein theoretisch, ihr könnt jetzt eine Eierschaukelrunde machen oder einfach abziehen. Eierschaukelrunde. Ja, können die. Boah, scheiße. Was macht der Hockster? Komm, du hast euch so viel Zeit zum Nachdenken. Der Hockster, was ist das? Ja, ich hab zwei Sachen, aber ich weiß nicht, was klüger ist von denen. Ich warte mich mal kurz. Reicht, wenn wir zwei Begriffe machen. Ich meine nämlich keine vier. Ich habe zwei Sachen mit zwei Begriffen. Aber ich weiß nicht, was klüger halt wäre, weißt du?
Ihr müsst doch sowieso dann beide gemacht werden. Ihr habt einen Vorsprung. Aber die sind halt, ich weiß halt nicht. Also weißt du was, ich glaube, ich mach. Nee, wir haben angefangen. Okay, pass auf, ich probiere. Ja, aber. Achso, wir haben gar keinen Begriff. Stimmt, also, wir hatten ja einen weniger, einen mehr, ne? Ja, ja, stimmt. Ja, ja. Tja, für welchen Weg entscheidest du dich? Denn der Mensch heißt Mensch. Nein. Bei mir zeigt der Wetterbericht an, dass es regnen soll, aber ich sehe keinen Tropfen Regen draußen. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass es geregnet hätte bei mir. 25 Grad Sonne. Es regnet dann, wenn dann eh immer nur für 10 Minuten, wenn es so warm ist. Und dann spürst du richtig, wie der Wasserdampf in die Luft übergeht. Du denkst dir, das ist ja noch ekliger. Aber bei mir waren halt wirklich dicke Wolken und die sind alle weg. Es hat nicht geregnet. Richtig traurig. Dicke Wolke. Ja. Bei Irona oder was? Oh mein Gott. Genau. Bitte. Auf jeden Fall den Mal. Auf jeden Fall. Wie abstrakt willst du gehen, Loki? Ton. Zwei aber. Okay. Ton, ganz offensichtlich. Ton? Ja, wenn du ein Echo von dir gibst, dann gibst du einen Ton von dir. Okay, mach erstmal den Wahl. Okay, lass mal. Wie fühlt sich mit dem Ton, Maeve? Lass mich ganz kurz die Begriffe nochmal kurz gucken. Echo, Ortung. Ich sehe nichts anderes, was zu Echo, Ortung passt. Ich sehe auch den Ton, ja. Ja. Rein da. Ich bin so verwirrt. Also muss ich machen? Nee, ich mach schon. Okay. Sehr schön. Und jetzt noch die Cola. Sehr schön. Darf ich kurz was einwerfen? Wir müssen jetzt alles holen. Wale machen das nicht. Doch, machen sie. Machen sie. Ja. Na klar. Für? Damit zum Kommunizieren. Wie sollen die sich sonst unter Wasser irgendwie finden? Die zum Kommunizieren, das ist aber eine Echo-Ortung. Anders weiß ich es nicht. Nein, sie kommunizieren über und Echo. Sie können sich damit ihre Umgebung halten. Ne? Ja, gut. Mir fehlt das von so Fledermäusen. Gruppe so von Menschen. Ja, aber die haben es auch. Wale haben es auch. Ach, Ricky, okay. Wir hatten übrigens auch die Regel ein Wort, ne? Ah, echt jetzt? Ja, das wusstest du nicht. Ach so, in dem Fall ist okay, Ja, er hat eh nur zwei Begriffe. Er hätte ja Menschengruppe schreiben können, auch einfacher. Ja, das stimmt. Ja, war Quartett für Ricky ein Gegenstand, so ein Quartett-Set? Ja, oh, stimmt. Einfach dieses Kartenspiel. Oder Nein! Aber was könnte noch als Gruppe von Menschen zählen? Ich meine, wir haben hier zwei Länder. Das was könnte auch einfach gemein sein. Gruppe? Wait. Wir haben ja auf jeden Fall noch Stur, oder? Wir hatten ja noch Gegenstände hier, die wir nehmen wollten. Vielleicht war die Ampel aber auch ein Gegenstand. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, weil Rasierer war es halt nicht. Deswegen bin ich sehr verwirrt, was es sein könnte. Pass auf. Gruppe von Menschen vor einer Ampel oder einer Kreuzung. Gott. Pass auf, was für eine Gruppe von Menschen Wii ist, wegen Wii. It's a Wii! Glaubst du, Ricky denkt so weit? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Gruppe von Menschen. Ja. Aber was hättest du mit Gegenstand auf jeden Fall nicht Rasierer gemeint. Ampel ist halt ja auch ein Gegenstand. Ja, das stimmt. Aber, ja. Was wäre denn dein letzter Gegenstand? Ist nicht die... Nee. Nee, ein Stück ist für mich auch irgendwie so undefiniert. Entweder ein Stück von etwas oder ein Theaterstück. Mehr kenne ich nicht. Oder ein Kuchenstück. Ja, genau. Ich sag doch, ein Stück von etwas. Von einem Kuchen zum Beispiel. Ja. Oh, Johnny. Oh, jetzt ein Kuchenstück. Hört mir gleich ganz anders, wenn du sowas sagst. Wie wär's mit einem Käsekuchen? Oh, so ein kühler Käsekuchen. Wir haben jetzt viel zu viele. Was wäre denn das Offensichtlichste? Schnur. Schnur? Nein. Schnur. Ich meine jetzt wegen der Gruppe von Menschen. Puh. Weil ich meine, zwei Sachen. Mit der Schnur könnte man eine Gruppe von Menschen zusammenbinden. Weil perfekt ist halt, dass wir auch zwei Länder da haben. Ich sag ehrlich, ich leg das in deine Hände, Fully. Ich bin komplett verloren. Ich krieg hier gar nichts. Also, das macht nichts. Ich weiß nicht mehr, was Gegenstände sind. Ich weiß nicht mehr, was eine Gruppe von Menschen ist. Ich bin komplett verloren. Ja, ich bin da halt auch so im Überlegen. Er könnte natürlich das Quartett meinen und einen Ort, wo Leute sich versammeln. Aber wie passt das mit einem Stück zusammen? Wieso Stück? Also ich persönlich... Gegenstände, meine ich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Aber ich denke, das Quartett ist doch am ehesten die Gruppe von Menschen. Ich meine, könnte, ja. Ich weiß noch nicht, ich wüsste aber auch überhaupt nicht, was das zweite dann sein könnte. Ich habe das Gefühl, Ricky hat, als wir das ausgewählt haben, ganz laut "Oh nein" gesagt. Deswegen bin ich mir noch nicht so sicher. Aber Drews? Was ist denn Drews? Ich war da immer ungefähr so, Telefon. Ungefähr so wirkte das, ja. Aber dann wiederum... Quartett ist die schwarze Karte. Ich meine, Indien ist das zweitmeist bevölkerteste Land der Welt. Das ist eine ziemlich große Gruppe von Menschen.
Ja, aber. Es ist nicht die Gruppe von halt Menschen. Nur. Ja, es aber. Es ist ja nicht Indien. Aber wir haben halt perfekt zwei Länder, deswegen bin ich ja so zerrissen, wofür ich mich entscheiden soll. Du glaubst, wenn es zwei Länder wären, hätte er Gruppe von Menschen geschrieben. Er spricht ja auch einfach nur Gegner. Und nicht den Begriff, mit dem du die beiden schon zusammen kombiniert hättest. Ampel ist vielleicht gar nicht schlecht. Machen wir die Ampel. Okay, ich hoffe. Aber es tut mir leid. Mach die Ampel, Fully. Nicht das Quartett? Ampel ist ein Gegenstand und könnte eine Gruppe von. Ja, okay. Warte mal ganz. Darf ich kurz eine Frage stellen? Na, was denn? Wenn ich jetzt, also, ist es jetzt quasi muten? So, dass. Ich uns muten? Nein, das ist jetzt quasi. Ja, mutet immer ganz kurz. Okay, ich. Mach mal echt. Ich will nicht, dass irgendein Scheiß. Okay. Mach das jetzt, also, ist das jetzt so, dass quasi beide, also sowohl vor dieses Gruppe von Menschen und ein Stück zusammenzählen quasi beide zusammen erraten müssen? Nee, sie können es machen, wenn sie vorhin was hat, wo sie noch nicht als erraten haben, dann kann man das doch so ein bisschen im Hinterkopf halten. Also man kann immer einen Begriff mehr raten, als du eingetragen hast. Genau, wenn sie es halt vorhin nicht geschafft haben, denken sie sich, okay, wir hatten vorhin ja eins nicht erraten, also könnte das noch okay. Mit also einfach nur gerade dumm, dass wir das mit Stück rechnen die ganze Zeit. Okay, alles klar. Gern wieder. Okay, also. Ricky war verwirrt wegen dem, weil ihr noch von den Gegenständen geredet habt, ob das wirklich vom Regelwerk her. Dann haben wir gesagt, dass man noch einen Gegenstand. Nee, es geht darum, also, dass man die Sachen ja immer noch, weil wir es ja verkackt haben. Man kann ein Wort immer noch mehr sagen. Ja, genau. Immer noch und auch generell kann man natürlich auch noch im Hinterkopf behalten, was man davon nicht erraten hat. Okay, Johnny, soll ich mit dem Quartett reingehen? Ja. Okay. Es war richtig, okay, stark. Gott sei Dank. Und jetzt Ampel? Ich frage mich, ob er das auch gemeint hat. Hey, Moggy, du lügst immer rum. Du warst eben noch der Meinung, dass das das eine. Nein, ich denke auch, Quartett ist. Nee, so. aber jetzt noch die Frage, hat er es aber auch wirklich gemeint? Okay. Das ist wie mit dem Drucker und Weihnachten. So, das passt ja, das jetzt nicht mehr zusammen, ne? Weil Gruppe von Menschen. Da ist jetzt die Frage, Kreuzung oder Ampel? Eine Ampel, da sind eine Gruppe von Menschen, aber von der. Das ist ja auch eine Kreuzung. Ja, nehmen wir. Verstehst du mein Problem? Nehmen wir. Was denn? Kreuzung oder Ampel? Naja, also die Ampel ist nur eine Gruppe von Menschen. Also, naja, die Ampel ist auch noch ein Gegenstand. Vielleicht war das auch gemeint. Obwohl Rasierer war ja schon nicht gemeint, ne? Hä? Ja. Wollen wir eine Kreuzung Ricky weiß einfach nicht, was Gegenstände sind. Was wenn Rasierer nicht gemeint hat, nein, kann Kreuzung ja gar nichts mehr gemeint haben. Ich schau gleich genauso wie der Typ oben, der beim Rasierer war. Kreuzung würde ich nicht mit Menschen beschreiben. Das ist Reinsch übrigens. Da sind Mann. Autos und so. Ah, das ist Reinsch. Da ist aber da sind doch. Aber wenn ja, aber Leute nur, halt wenn über die zufällig eine Gruppe kommt und nicht irgendwie. Weiß nicht. Aber das stand ja nichts von einer bestimmten Gruppe von Menschen. Nein, es geht darum, dass an einer Kreuzung bilden sich doch keine Gruppen automatisch. Das hat doch nichts mit der Kreuzung zu tun. Nein, in einer Großstadt schon. Klar. Könnt ihr bitte was einloggen? Wie kompliziert das gerade ist, oh shit. Müssen wir uns Zeit damit einfügen. Dann nehme ich Ampel. Ja, okay. Gut. Also, jetzt habe ich die Frage an euch. Ich weiß nicht, soll ich lieber safe mit einem spielen? Nein, mach zwei, was? Ja, ihr habt doch eh gewonnen. Ich krieg das nicht hin. Morgi, ich schaff's das. Wir brauchen nur zwei. Ihr habt nicht wirklich was zu verlieren. Sie können nächste Runde halt die drei schaffen. Bring uns nur nicht ins Schwarze. In die ich hab Bühne ewig rein. Überlegt. Ich fällt echt nicht ein. Ricky, wir schaffen das noch. Nein. Wenn mir nichts einfällt, dann mach nur eins. Dann kann, was soll man machen? Ja, ich glaube, es ist. Du hättest viel Zeit zum Nachdenken. Wenn du nichts hast, dann. Ich hab wirklich lange nachgedacht, aber ich krieg die nicht kombiniert. Okay. Wir machen safe spielen und hoffen, dass sie. Sorry, das geht nicht anders. Es ist wirklich Okay. Du warst gerade diese Hand. Aber dafür machen wir jetzt wenigstens safe Dinger, okay? Dann machen wir safe Dinger. Ah ja. Wow. Free. Das ist eine Schnur, ne? Okay, pass mal auf. Pass mal auf. Ich glaube, das ist was. Wir hatten vorhin noch. Oder? Ach, Baby und Zwerg waren bei Klein gemeint. Okay, ja, gut. Ich dachte, da können wir vielleicht noch einen Bonus rausholen, aber nee. Und was ist jetzt am Abwegigsten von Indien? Wo wollen wir reinraten? So. Nehmt jetzt die Schwarzkarte am besten. Ja. So, Ricky, du schaffst jetzt eine Dreierrunde. Easy. Oh, ja. Bitte nicht. Pass auf, Jungs. Oh, das ist jetzt sehr mein Herkunft. Oh, Ricky hat eine Idee. Ich habe so oder so drei. Du musst drei Wörter aber oder zwei angeben, ja. Ja, zwei muss ich angeben, ne? Ricky hat eine Idee. Zwei oder drei, ja. Spinnen. Spinnen. Scheiße, aber was nehmen wir? Nein, ich hätte so drei machen müssen, weil wenn ihr nicht die drei schafft, habt ihr eh verloren. Ja, ja, außerdem ist auf dem eins. Nee, wir dürfen eins mehr immer machen. Ach so, ja. Ja, ja, aber wir können aber. Aber wie unrealistisch ist das? Okay, ja, die Spinne hat eine Schnur. Sozusagen. Also, yeah. Ich jetzt mal, also das nennt man jetzt nicht unbedingt so, aber. Die okay, dann ist das auch der zweite oder der erste Gegenstand überhaupt erst. Ja, vielleicht hatte ich da ein gutes Gefühl mit. Australien, Spinnen, Australien. Oh, stimmt, natürlich. Mhm. Ja, also wenn er Australien hat, oder? Dann verstehe ich, warum er nicht Länder genommen hat. Okay. Okay. Ja, die Schnur?
Ja. Ja. Oh, und jetzt ist so die Frage, was ist noch? Das kann nicht sein. Also die Gruppe von Menschen war ja noch eins übrig, zum Beispiel. Es könnte aber Australien gewesen sein, in irgendeiner Form. Es könnte Australien gemeint sein. Warte. Dann, warte mal, wir gehen noch, systematisch vor. Cola hat nichts mit Spinnen zu tun, korrekt? Warte, uns fehlt noch der Gegenstand immer noch, oder? Meine Frage, Johnny, du kennst Spider-Man. Hat Spider-Man was mit Cola zu tun? Nee. Okay. Nein, ich denke, es war gar keine doofe Idee. Ey, Johnny, du bist doch nicht der Spider-Man. Ich würde erinnere mich nach der Runde daran, Fully zu erklären, warum das eine dumme Idee ist. Warum? Keine Ahnung, weil... Er erklärt ja nach der Runde. Weil man gerade an Coca-Cola denkt, glaube ich. Ja, wenn er irgendwie Cola trinkt und das mit den Spinnen. Der trinkt ein bisschen Blubberlutsch. Ich denke, es ist gar nicht so eine doofe Sache gewesen, aber okay. Ich will ja ausschließen. Jura hat auch nichts mit Spinnen zu tun. Ey, ihr habt doch schon zwei Sachen. Wir haben doch Spinnensachen, Fully. Wir brauchen noch eine Sache. Ja, aber es hat auch nichts mit einer Spinne zu tun. Ja, da was suchst du denn die Spinne? Ja, und was suchen wir dann? Den Gegenstand oder wie? Ja. Ich hab doch beide Spinnbegriffe. Ja. Okay. Mucki lacht dann immer aus und ist immer so voll überzeugt. Ja, er versucht Ende, einen so abzulenken. Nee, pass auf. Ich ignoriere nein, er meint das ja, Aber am Ende stellt sich immer raus, dass es gar nicht so war, wie er denkt. Und er dann ja, ich liege auch falsch. Einfach. Ja. Und er lacht dann immer. Also ich meine, ihr habt doch schon alles erraten jetzt. Ihr könnt ja, aber in dem Fall, er hat beide Spinnen und sucht nach. Nein, wir können nur einen. Ihr könnt weitermachen. Dritten Spinnbegriff. Ja, machen wir ja. Nein, wir können nur einen weitermachen. Man kann nee, ich meine zu uns jetzt wieder, meine ich. Ich meine zu uns jetzt wieder. Nein. Wir müssen jetzt gewinnen. Sie können einen optional noch erraten. Ja. Ich will, dass sie zu uns rübergehen. Fully? Nein. Ha? Fully? Wir haben noch. Es du hast ja nur einmal rausgehauen. Es fehlen zwei Gegenstände. Also, wir haben die ja nicht einen davon erraten gehabt. Und wir haben jetzt aber. Quartett, Blume. Wir Fully, hatten die Schnur zum Beispiel. Australien, Zelt, Schnur, genau. Das heißt, ein Gegenstand war Schnur und von den Sachen, die jetzt noch übrig sind, was ist davon am ehesten ein Gegenstand? Ein Stück. Nee, ich hätte Wii gesagt. Tatsächlich. Ich das angucken und denke, das ist die Wii. Aber meint hätte er vielleicht auch, er dann auch mit Gruppe von Menschen? Reingebracht? Weil da haben wir nur Australien. Wir nehmen das jetzt einfach, weil das super witzig wäre. Immer wenn man die Wii startet, dann läuft da eine Gruppe von Menschen zusammen. Ja, das ist die Gruppe von Menschen, das ist mit Wii gemeint, komm. Das ist der Gegenstand und die Gruppe von Menschen. Verdammte Scheiße! Oh Gott, okay. Ey, ich war so schwitzen, das glaubt ihr mir nicht. Das ist so witzig. Ja, ich auch, ist echt warm hier drin. Geworden. Ich bin sehr gespannt. Ah, das ist Toast. So einfach. Wie soll man denn Toast und Indien zusammen? Toast und Indien, du könntest jetzt Nan schreiben. Oh, ich hätte schwören können, dass der Kröte gewesen. Ja, okay, also ich wusste nicht, ob ihr Nan kennt. Ah, das stimmt. Kennst du jetzt Nan? Ja, wusste ja nicht, ob ihr es kennt. Na, alles gut. Wer kennt denn alles nah? Ja gut, okay, dann scheiß drauf. Ja, ich wollte also nicht... ganz kurz mit Gegenstand, egal, hatte ich übrigens Schnur und Stück gemeint. Und also hat es richtig. Das mit Stück habe ich überhaupt und mit, nicht und, als Gegenstand angesehen. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte ja drei Stück, ich hatte Stück, Schnur und das hatte ich Quartett, weil ich dachte, das wäre das Kartenspiel. Ja, nein, das zählt auch als Kartenspiel. Das zählt auch. Okay, und dann hatte ich, und damit Gruppe von Menschen hatte ich Quartett und Australien. Ja, okay. Also quasi hat das Stück nur noch gefehlt am Ende. Australien ist ein bisschen wild, wenn Indien existiert. Ja, noch eine Runde gleiche Teams. Ja, aber ich will Geheimdienst sein. Du Geheimdienstchef? Ich kann auch ich will Geheimdienstchef sein. Okay. Dann, okay. Wer will Spymaster sein bei uns? Ich hab vergessen, dass Fully klein ist. Ja, ich wusste es. Okay. Scheiße. Ja, gut. Ricky, wir packen das. Okay, Fully, wir haben ein großes Gehirn zusammen. Easy. Kurz Frage, man markiert mit Rechtsklick oder und wählt mit Linksklick, oder? Nein, da ist so ein Finger. Wenn du auf die Karte klickst, dann markierst du die quasi und wenn du auf den Finger klickst, dann lockst du es ein. Okay. Genau. Finger ist halt wirklich auch richtig auswählen. Gut. Johnny. So, da muss ich mal schauen. Moment. Ich muss erstmal gucken, was es hier noch alles gibt, damit ich euch nicht was gebe, was aus Versehen. Alles gut. Oh, ich wüsste schon was man geben könnte. Tolle Begriffe. Bist du gut als Geheimdienstchef, Moggy? Nee. Egal, das ist Teamwork. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ehrlich. Also, ich habe mit Geheimdienstchef zweimal hintereinander das schwarze Feld getroffen. Egal, wir schaffen das. Wind Waker. Okay. Naja, gut, Zelda. Also, ist jetzt klar. Zelda? Ja, und Tetrapack. Billig. Warte mal, ist vielleicht noch immer. Oder Matrose. Ich würde eher sagen Matrose. Also, wenn es Tetrapack macht, wegen Tetra. Wind Waker nicht auf Hawaii? Ich hab das schon mal in der Runde gemacht, aber wir haben auch GameCube. Nein, ich. Stimmt, Hawaii ist eine Insel, ja, wegen Wind Waker. Alter, er hätte einfach vier Stück machen können.
Ja, aber ja, jetzt aber für Stück mal können, Johnny. Jetzt ärgert sich Johnny wahrscheinlich, weil er gar nicht so weit gedacht hat. Nee, also ich Zelda mal, ist aber safe. England Zelda ist safe. Zelda ist safe. In Windwerker kriegt man eine Suppe von der Oma. Aber ich bin. Oh, ja, stimmt auch noch! Ja, aber das da gibt's Schlüssel in Dungeons. Aber ganz ehrlich? Nein. Das offensichtlichste ist Gamecube. Holy shit. Das offensichtlichste. Ich denke, Gamecube ist auch offensichtlicher. Dann drück drauf. Ich bin so lost. Nein! Was? Ey, schaust du die Worte noch vorher an? Oh, scheiße. Ich hab extra noch nach was gesucht, was man verwechseln könnte. Ich hab Gamecube wieder nicht gesehen. Stell vor, Gamecube wäre das schwarze Wort. Ich hab's einfach nicht gesehen. Ich hätte was Gutes, aber das darf ich nicht machen. Warum nicht? Wahrscheinlich, weil da das schwarze Wort mit dabei ist. Ist wahrscheinlich doch Matrose. Nee, weil wir dann zum aber Teil mal entweder Tetra Pak oder Matrose. Würde. Ich würde sagen, Matrose vielleicht zum Schluss nochmal. Ja. Ich muss sagen, in der vorherigen Runde, wo wir Vorsatz als schwarzes Wort hatten, hatten wir es auch sehr einfach. Also Vorsatz ist so ein Wort, was nie... Also wer klickt das irgendwie an? Stell dir vor, wir hatten mal ein Wort, was Nintendo, war mit... Das also habe ich mitbekommen soweit, ja. Das habe ich... ja. Ist mir bewusst. Ja, doch. Läuft gut aber bisher. Immerhin haben wir nicht in deren Hände gespielt, das ist gut. Nee, das ist der Fälligste. Ja, eben nur okay, den Hund gepickt. Okay. Was hat, die können was auf jeden Fall kacken, es ist noch so viel Auswahl. Nur den Hund gewählt. Ah, da oben ist die Wiener, da bin ich mit Moggi schon mal eine wilde Reise gegangen. Na, Moggi wählt ja nicht aus, also klickt ja nicht auf den Wiener. Ist halt einfach wahr, es ist die Wahrheit. Er hat bestimmt schon einmal drauf geklickt. Vielleicht. So ganz heimlich, ich würde gerne was zum Wiener sagen. Ich würde auch gerne mal was zum Wiener sagen. Mach fünf. Mach irgendwas mit fünf. Okay. Du hast vorhin nicht mal zwei zusammengekriegt. Ich hab grad so viel. Einmal hatte ich vier. Ich hätte mal vier Sachen. Ja. Oh, ich hab was. Ja. Ich hab was. Okay. Oh, okay. Stark. Zwei, drei. Komm schon. Zwei. Skorput. Du meinst Skorput. Ist das ein Pokémon? Ist eine Krankheit. Oh, also man doch jedenfalls das damit. Das macht das Zahnfleisch weg. Er meint hundertprozentig die beiden, wir können nicht. Ich wollte nicht spoilern, sonst hau rein. Okay, ich kenne das gar nicht. Skorput ist eine Krankheit und die hatten vor allem Schiffsleute. Also auf jeden Fall Krankheit und Matrose hundertprozentig. Ja, dann ist das Tetra Pak. Richtig und Gott, bin ich froh, dass ich Hockey Team habe. Wir könnten theoretisch. Wir können einfach die Wiener nehmen. Oder Suppe. Pass auf, er hat nur zwei gemacht, aber England wäre auch vielleicht auch noch ganz cool, weil das war. Aber ich lass es lieber, scheiß drauf. Was ist mit England? Bei Moggy laufen schon die Schwester vor. Das war halt im British Empire so ein Riesending, oder? Weil die halt auf der ganzen Welt waren und halt überall auch waren. Langweilig. Seemänner hatten generell liefen immer Gefahr, Skorbut zu bekommen. Ja, aber ich dachte, vielleicht meint er es damit. Ist auch nicht so wichtig, oder? Wir haben zwei Punkte. Ja, das ist korrekt. Ricky, wusstest du, was Skorbut ist? Nö. Gott. Echt nicht? Oh. Ich dachte, das wäre Tribut oder sowas. Nee. Ich dachte, es wäre von Panem oder was? Ich wusste es von Patch den Piraten. Hat der Skorbut? Skorbut, das macht das Zahnfleisch weg. Joho. Ich glaube, das ist spezifisch ein Vitamin C. Man kann es auch von One Piece kennen. Das kommt voll früh vor. Wirklich? Ja. Ja, von den Live-Action. Dieser Ruffy, Alter! Ne, nicht Ruffy hat es. Also, Fully, freust du dich auf den Live-Action-Film? Auf die Serie. So? Der Trailer sah in Ordnung aus, tatsächlich. Ach, das ist eine Serie? Ja, es werden 8 Folgen. Nee, 8 Folgen. Hm. Ich werde definitiv mal reinschauen. Auf Crunchyroll gibt es das nur auf Japanisch, also die Originalserie, meine ich. Und leider ja. Das ist blöd, weil ich will es nicht auf Japanisch schauen. Ich auch nicht. Ich glaube, Gott, mein nächstes Wort wird so gewagt, hands. Aber ich werde es versuchen. Du meinst auch. Try. Doch, das machen wir, Moggi. Gewagt, Johnny. Wir machen. Sag ich doch, ich werde es versuchen. Johnny, ich habe Vertrauen. Gewagt ist gut. Wirklich versuchen. Ich glaube, hauptsächlich sollte man echt, schau einfach drauf, dass das schwarze Wort ist. Und ich habe das Gefühl, Hockey und mein Gehirn, die verbinden gute Dinge zusammen. Ich denke auch, also bisher läuft es ganz gut. Ich bin halt. Ich meine, mir noch nicht viel gemacht, aber ja. Hätte ich damals. Hockey ist jugendlicher Sinn, der erfrischt mich. Immer positiv denken. Ah, verdammt, jetzt kann ich es doch nicht nehmen. Also Skorbut da sind Wörter, die ihr zusätzlich mitpicken würdet. Wird Johnny jemals sich entscheiden, dass sie den anderen. Nein, das hat nichts mit Entscheiden zu tun. Ich muss halt mir was überlegen hier. Ja. Wollen wir die Rollen tauschen, Johnny? Was wäre voll cool, wenn du noch eine Krankheit picken würdest, Moggy? Buffet. Okay. Na gut, Suppe. Ja. Kekse. Kekse in einem Buffet? Ich meine. Ja. Okay. Na, Kekse. Okay. Wiener. Wegen Würstchen. Aber wenn Wiener im roten Team ist, dann bin ich enttäuscht. Und jetzt?
Linse oder Platte? Wegen Linsensuppe. Ich finde Platte stark, aber was mit einer Ente? Eine Ente doch nicht. Ente würde ich aber, glaube ich, hat er wahrscheinlich eher als Tier gesehen. Deswegen würde ich sagen, also auf jeden Fall Suppe, sind wir uns einig, oder? So ein Thema Suppe sind wir uns einig, ja. Dann drück drauf. Okay, ja, Suppe gut. War drin. Drück drauf, Folie. Dann würde ich jetzt sagen, Platte. Wo ist die Platte? Oben links. Ah, da. Ich meine, ja, eine Buffetplatte. Ja, ich sehe den Punkt. Das ist eigentlich stark. Oder Kekse. Aber es könnte auch sein, dass er. Ja. Warum nicht die Wiener? Das geht eigentlich auch noch voll rein. Ja, dann drücken wir auf die Wiener. Schmackofatten. Wiener, ja! Richtig. Nice. Oh, Scheiße. Okay. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Ne? Ich sag Platte. Alter. Okay, eins haben wir noch. Ja, Kekse macht das Einzige, was Sinn macht, oder? I guess. Hä, damit stopft man sich das Maul voll. Musst Maul. Du sagen! Ich meine, okay, ich bin nicht gegen die Kekse. Weil ich glaube, Ente sieht er eher als Tier. Möglich, aber zum Beispiel, was auf Buffet sein kann. Warst du mal bei einem chinesischen Buffet, die haben da auch immer Ente. Ja, ich weiß, die haben da auch Ente, deswegen. Aber ich glaube, es ist eher Tier, aber da können wir nächstes Mal Ente nehmen. Der Suppe sagt, muss auch Linse sagen. Ich meine, die liegen da beieinander, ne? Ich mein, entscheid komm, du! Ah, oder so gutes Nutella aufs Brot beim Frühstück oder Nutella geht. Ja, drück drauf. Oh, Nutella! Oh mein Gott, ja, Nutella-Buffet ist frisch. Nee, glaube ich nicht. Sicher? Glaube ich nicht. Hast du jemals ein Frühstücksbuffet ohne Nutella gesehen? Ja, stimmt, aber ich glaube, es ist Kekse. Obwohl Nutella. Nimm Nutella! Ich habe öfter Nutella gesehen als Kekse. Nimm Nutella! Okay. Nein, ich bin die Kekse! Ich hab's gesagt! Geil. Wir behalten Tetrapack okay. Und Kekse im Hintergrund. Ja, alles okay. Oh, Tetrapack sollen wir auch noch behalten. Im Gegenteil. Okay. Johnny ärgert sich heimlich. Röntgenaufnahme. Das macht man bei 10 auf jeden Fall. Gut, haben wir beide gesehen, sehr gut. Und ja, okay. Das andere weiß ich auch schon, das ist einfach. Macht man viel mit der Linse? Nee, ich glaube nicht. Zahnbild. Bild vielleicht, weil es ist ja eine Röntgenaufnahme. Aufnahme? Ach, du meinst... Ja, also du hast das Bild von der Röntgenaufnahme. Aber man sitzt ja auch dabei, ne? Ja, ist Quatsch. Schlüssel. Zähne aus dem Maul. Kekse, ja Hotel. Also Zahn würde ich schon mal einloggen, ne? Safe. Ja. Oh, pass auf. Also Bild ist das Bild also, der Röntgenaufnahme. Wegen Aufnahme, ne? Ja, genau. Du nimmst ja das Bild, genau. Und, also, was können wir, Kekse können wir sagen, ist Quatsch, oder? Genau, ja. Sitz auch. Ja, aber schlechte Zähne hast du Schlüssel. Ja, und auch. Durch Maul. Ja, Maul kann das sein, aber ich glaube nicht, dass Maul. Er das meint. Ich glaube nicht, dass er es im Kopf hat, wenn er eine Röntgenaufnahme. Ich glaube, da würde er nicht Röntgenaufnahme sagen. Genau, da setzt er sich dahin. Nee. Schau mal, wenn wir Maul hätten, dann hätte er Maul und Zahn verbunden mit so irgendwas, ja, weißt du? Ja, genau, stimmt. Genau. Also ja, aber ihr habt bei Röntgenaufnahme auch nicht an Knochen Ente? Gedacht, sondern Zähne. Es muss komm, lock Bild ein. Knochen ist nicht als Wort vorhanden, Fulli. Jo! Sehr gut. Sei doch ruhig. Haben wir... Nee, wir können nicht weiterraten. Und jetzt sind wir noch England. Ich meine, es war so einfach. Ja. Wir mussten die irgendwie versuchen zu manipulieren. Okay. Wir verstehen uns auf jeden Fall. Ja. Okay. Ich bin mir also fast zu sicher, dass wir Maul nicht haben. Okay, behalten stimmt. Wir Tetrapack und Kekse im Hintergrund. Ja, ja. Kopf, ne? Dann hätte er gesagt, Röntgenaufnahme mit 3 Wörter vielleicht. Oder so, genau. Ja. Oder halt irgendwas anderes. Kekse und Tetrapack haben wir im Hintergrund. Johnny. Mm-hmm. Denk nach, mein Süßer, denk nach. Oder ein Zahnarztröntgen auf der Zahnarzt. Ja, aber darf Zahnarzt nicht schreiben, oder? Darf ja, das ist das Problem. Ja, eben. Oh. Ah, ja, da ist das Wort ja drin, das darf man stimmt. Nicht. Stimmt, ja, ja, stimmt, das darf man nicht, ja, das stimmt. Ich wollte vorhin bei Toast und Indien indisches Brot schreiben. Dachte ich, ja, das ist irgendwie. Ist ja, ein bisschen Bakura. Quatsch. Oder Naan. Ah, seid ihr Indien-Experten? Was wollt ihr von mir? Was? Okay, sorry. Hast du die beim Inder bestellt oder was? Was hab ich noch nie? Nee, hab ich echt noch nicht. Okay. Und? Verurteile mich doch. Nee, mach ich nicht. Tue ich gerade, ja. Ist doch gut. Aber ja, Johnnys Wörter gerade, mein Verstand rattert gerade auch, aber bei Johnny sehe ich auch, dass da. Johnny das passt nicht so richtig. Das ist super schwer. Vielleicht haben passt wir auch echt Pech so mit ganz. Den Wörtern. Aber mir halt auch, ich meine, 2 theoretisch, aber kann ich auch nicht machen. Bisher hast du aber dich doof, richtig aber. Gut geschlagen, Moggy. Ich fand deine Begriffe super einfach. Dankeschön. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich weitermachen will. Ja, okay, das kann ich dich einschätzen. Lass uns 4 Einser-Begriffe machen. Easy. Okay. Oder einfach ein Vierer jetzt. Boah, das wäre so krass. Kriegst du einen Vierer hin, Moggy? Boah, jetzt so ein Vierer, boah. Ist das hin? Traut er sich? Traut er sich? Ist das hin? Voller Hoffnung.
Boah, Alter. Johnny, du schaffst das. Ich glaube an dich. Denk dran, wir haben zwei... Grundstein. What the fuck? Bau? Ich denke, ja. Und dann? Ja, okay. Vielleicht wegen Grundsitz? Warum Grundstein Grundsitz? Oder Hotel, wegen Stein, was aus Stein gebaut ist. Weil es das einzige Gebäude hier richtig ist, ne? Ja. Ja, also erstmal würde ich sagen, Bau nehmen wir schon mal, ne? Bau klingt sinnvoll. Ja. Oh, aber Hotel macht das Einzige, was Sinn macht, ne? Hotel ist das einzige Gebäude. Drück drauf. Okay. Es ja! Und jetzt okay, Tetrapack. Was sehen wir jetzt? Tetrapack. Ja. Yes! Ja! Oh, bam, komm schon, Johnny, wir haben Keks im Hintergrund, Johnny. Yeah. Wir haben Keks im Hintergrund. War Tetrapack halt noch. Ja, bei Zelda war Tetrapack 100%. Ja. Bei Wind Waker. Kriegst du einen Dreier hin, oder nun? Ich weiß nicht mehr, wie ich zwei Begriffe hinkriegen soll. Boah, ein Dreier? Scheiße. Also unsere Wörter so scheiße sind. Das Problem ist halt, die können nächste Runde zumachen mit zwei Begriffen. Das heißt, eigentlich müssen wir Vierer machen oder wir machen safe auf zwei und hoffen, ja gut, aber Moggy hat schon gesagt, dass die Begriffe von Johnny auch absolut ass sind. Deswegen glaube ich nicht, dass er das hinbekommt in der nächsten Runde. Oder? Achso, ich fehlen noch zwei. Oh. Okay. Also ja, okay. Nächste Runde ist Deckel zu, ja. All in? Ich dachte, ihm fehlt nur eins. Okay, dann nee, all in zwei. Ist. Ich glaub, ja, wir sollten schon zwei versuchen. Also nee, Johnny wird noch. Okay. Pulli. Der wird das nicht so schnell hinkriegen. Keks. Ich glaube, wir haben hundertprozentig noch zwei. Also, wenn du 2-2 hinbekommst, wäre hätte. Wenn du 2-2 hinbekommst und sagst, Johnny schafft es nicht, dann sind wir durch. Wir machen das Ding. Wir holen das Ding nach Hause, Moggy. Aber weißt du, was auch sein könnte? Was denn? Du meinst Ente? Ja, aber ich habe gerade überlegt, warum er dann nicht irgendwas mit Tier oder so sagt. Wir haben ja Löwe und Panda. Was, wenn davon irgendwas komplett falsch ist und er deswegen... Ja, ja. Uns da nicht hinlenken möchte mit Tier. Wir warten jetzt erstmal ab, was er jetzt sagt. Ja, genau. Wir werden sehen. Aufschließen. Dann sicherlich mit einem Schlüssel. Oh, ich weiß, was das zweite wäre. Easy. Wir machen Schlüssel schon mal einfach, oder? Ist ja safe. Ja, machen wir schon mal rein. Schlüssel safe. Es könnte halt der Bund sein, aber dann hätte es vielleicht anders geschrieben, oder? Also Ente. Aber ich markiere schon mal. Ja, safe. Aufschließen. Was kann man davon aufschließen? Vielleicht Sitz wegen Autositz? Nee. Dann schließt das Auto auf. Nee. Also Maul können wir ausschließen. Kann man auch gleich sagen, dass man den Lenker abschließen muss von der Parksicherung, Parkplatzkralle oder... Ja, das stimmt. Also bei Aufschließen kann man Maul ausschließen, oder? Und hier so vom Marathonmäßigen her, man muss aufschließen, zu den anderen passt ja auch gar nichts, ne? Doch, was eigentlich mit Marathon, was? Ja, doch. Nee, ich will Bund nehmen. Willst du vielleicht meinen Platz an dem Bulli? Hast du mit welchem? Also ich bin bei Bund. Ja. Wenn du auch Bund sagen möchtest, dann nichts anderes. Was ist mit Lenker? Ja, vielleicht ja, meint... Lenker schließt man nicht auf. Ich glaube, er meint Hawaii. Du meinst Bund wegen, weil man den Schlüssel bunt? Wegen dem Schlüsselbund? Schlüsselbund, ja, mit einem Schlüssel und einem Bund. Okay. Ich glaube, er will Hawaii auf das. Schlüsselbund! 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 Okay, Johnny. Ich hab so viel nachgedacht, dass mir Schlüsselanhänger so dachte, das kann ich doch alles nicht machen. Nein, Schlüsselbund war geil. Junge, ist doch so klug. Krank. Okay, jetzt noch. Kriegst du die zwei kombiniert eigentlich? Bambusstange, okay, Panda. So, ja. Bambusstange. Soll ich auf Panda? Ja, safe. Gut, aber guck mal, jetzt hätte er zum Beispiel Tier nehmen können, wenn er quasi Ente noch gesagt hat. Das heißt, es ist Kekse. Aber er hat Stange gesagt. Oh, warte mal. Oh. Ja. Lenker! Ja, natürlich Lenker. Warum Lenker? Ja, wegen Stange, Lenkerstange. Meinst du? Ja, ich glaube. Aber was hat das da mit dem Buffet doch zu tun gehabt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist... Jetzt bin ich verwirrt. Ich glaube, er hat aus Versehen zwei angeklickt. Ich glaube, er hat Kekse angeklickt. Ich sag Kekse. Aber meinst du, er wollte nur... Okay, ja, meinst du, er wollte nur ich glaube nur Kekse. Kekse. Das ist so da unfair. Ruhig. Was? Was? Sag mal... Darfst du nicht reden, Alter? Was ist mit dir? Willst du eigentlich alles verraten? Sag doch Textwort. Nein, darum geht's mir nicht. Macht ruhig, was ihr wollt. Ich sag euch gleich, warum. Hä? Du hast doch jetzt schon was... Ach, ja. Ja. Ricky, hast du verstanden, was Johnny meint? Nein, aber Kekse. Okay. Wem oder warte mal. Oder kommt irgendwo noch... Kommt das Hawaii-Bambus? Nicht, nein, ich deswegen habe ich kann euch kurz sagen, warum ich gerufen habe, damit ihr jetzt nicht denkt, ich habe das gemacht, um euch zu beeinflussen. So, ihr meintet einfach, ich hätte aus Versehen irgendwie mehr angeklickt. Achso, ja, das ist ja krass. Nein, das ist schwach, also was soll das? Ja, dein Lenker.
Oder Keks. Lenkerstange. Ist das, was ist denn eine Lenkerstange überhaupt? Naja, vorne am Fahrrad eine Lenkerstange. Und nennt man das echt so? Ich glaube ja. Okay. Ich meine, ja. Könnte sein. Hast du eine andere Wahl? Was willst du sonst Stange machen? Willst du Stange in einen Löwe oder nee. In den Sitz macht keinen Sinn. In den Maul macht keinen Sinn. In der Ente recht. Macht keinen Sinn. In Löwe. Es ist nur der Lenker. Ich meine. Yes! Okay. Ja. Ich möchte anmerken, meine letzten Begriffe waren noch Löwe und Ente. Wie hätte ich die machen sollen, ohne dass Panda dazukommt? Ja, das war nicht miese Sache. Ich hätte gehofft, dass Johnny noch irgendwas bekommt, was dafür sorgt, dass. Dass sie eventuell noch Löwe oder Ente wählen. Mit der Stange, das mit der Stange war richtig gut von. Ich sag euch jetzt, was das vierte Johnny, Buffet ich war. Ich muss ein bisschen kritisieren, weil Ricky wollte hundertprozentig gerade Keks nehmen. Hätte gesagt, er ja machen oh Mann, können. Ey, was soll denn das? Ja, da hast du geschrien, ja. Nein, ja. Weil er gesagt hat, ich glaube, Johnny hat aus Versehen ja, mehrere das war Wörter genau in dem Moment, wo er Kekse nehmen wollte. Was ist das für eine Überlegung? Das war ein bisschen doof. Okay. Es tut mir leid, er hätte aber in meiner Welt gerne Kekse nehmen können. Also, das was war denn mal Buffet? Das ist ja nicht eure Karte. Was war denn mal Buffet das wieder? Tetrapark. Ich dachte mir, ich kann es da auch nochmal. Oh, wie gesagt. Ah. Okay. Gut. Dann, noch eine Runde? Ja, noch eine Runde. Ich hab Bock. Jetzt bin ich der Geheimdienstchef. Tut mir leid, dass ich das so wieder ausgeflippt habe. Dann mach ich nochmal Poli. Das war blöd. Wir schlagen dich nachher. Ricky nochmal? Ja, ich meine Sporthalle. Ich glaube, du hast es nicht gemacht. Oh, Hockey willst du auch nochmal? Ich hab's nicht gemacht wegen den Keks. Ich hab's wirklich gemacht, weil es so gesagt wurde. Ich glaube, wir müssen jetzt Geheimdienst sein. Nächste Runde los. Ich hätte auch nichts dagegen, nochmal Geheimdienstchef zu sein. Okay, dann mach du. Gut, dann nochmal. Dann los. Neue Runde. Wer willst du sein, Hockey? Du hast nichts gesagt. Spielen wir jetzt noch eine Runde oder zwei? Eine. Ja, jetzt ja keiner. Wolltest du jetzt sein oder was? Hä, warum ist das schon? Warum sind das jetzt schon? Okay, dann lass das abwechseln, dann bin ich wieder. Okay. Poli? Die sind noch nicht dran, ja? Poli, warum willst du Spymaster sein? Weil war doch noch nicht. Achso, ich habe verstanden, du willst nicht sein. Nee. Ach so. May wollte unbedingt nicht. Oh, ich wollte nicht unbedingt. Achso, ich habe verstanden, dass das du. Ah, okay, dann ist ja gut. David! Das ist der Fully oben in der ersten Reihe. Oh, ihr Füller. Hm. Be easy on the Pepsi, Fully. Okay. Hm. Oh, der gute Apfelbrause. Hier haben wir einfach alles. Ein Videospielmonitor. Oh, ich wüsste, Rentiermiete. Eine Rentiermiete. Ich finde, Rentiere sollten auch Miete zahlen. Füller und Blau. Oh ja. Die passen zusammen wie Arsch auf Eimer. Oh, was ist deine liebste Tintenfarbe, Hockey? Ist Tinte ein Begriff? Nein. Nee, ist nein, einfach aber nur, Füller. Einfach nur generell. Und Blau. Ja, ich meine, Blau ist wirklich meine Lieblingstintenfarbe. Ich hab ihn ein bisschen beim Nachdenken, wer gerade überlegt hat, ein bisschen dumm erwischt. Ich hab das Gefühl, die hat sich auch gut durchgesetzt. Lila Tinte ist super. Die hatte ich auch mal, ja. Ist das erlaubt? In der Schule? Nee, so, ich wurde mal eingeklasse. Da sagen die an, nee, du, das ist nicht gültig, nee. Alles, ja, mein Kopf auch rot geschrieben. Das ist eine ernst gemeinte Frage. Keine Ahnung, ob es erlaubt ist. Ich denke, schwarz, blau, lila und so ist schon okay. Ja, aber in Rot darfst du zum Beispiel nicht schreiben. Ah, scheiße, der Rot ist die verbotene Farbe. Ach, Mann, ist doch doof. Das ist richtiger Dreck. So, wie läuft's bei euch so? Ja, gut. Bisher. Also, ach, Hockey gibt uns den ersten Begriff. Ja, Hockey ist so. Ja, ich bin gerade überlegen. Bei uns geht's gut, Hockey. Ja, uns auch, sehr schön. Ist tatsächlich. Morgi wirft den kritischen Blick rüber, dann. Oh, Hockey ist ja auch. Ja. Wer braucht da so lang? Ja, Jungs, wir erst Zeit. Warte. Eins. Nee, red weiter, sorry. Oh, guck mal, Ricky. Ja, also. Ricky, ich sehe da einen Begriff, den magst du. Ja, stimmt, ich mag Videospiele. Und Dreck? Den meine ich. Und Leitung wegen Internet. Obwohl, ich hab Ricky, eine da steht Idee Wrestling. Sogar bei dir. Oh ja, okay. Wrestling, das mag ich auch ab und zu. Boah, ist das schwer. Hat jemand gerade gerülpst? Oh, jetzt so eine Kaffeebrause für Fully. Ja. Lecker. Oh, dann Duschbrause. Lecker. Also ich hätte was, wo ich mindestens drei Begriffe bei dir kriegen könnte. Ja, ich auch. So, keine Ahnung, Ricky, was deine Wörter sind. Drei? Du kriegst drei hier zusammen? Also wenn man jetzt zum Beispiel Gamer machen würde, dann würde also ich auch einiges zwei. Mindestens zwei habe ich. Ja. Zwei,
Wird Hockey sich jemals entscheiden? Das und vieles mehr nach der Werbung. So zwei eindeutige Zweier, dass du sagst, dass es kein anderes abdeckt, weil ich habe damit gerade Probleme. Du musst gerade nicht. Also, du musst ja keine krasse Runde machen, mach einfach zwei. Nee, aber ja eben, ich glaube halt bei den zwei. Ja, wir kriegen einen hinten, dann musst du schon drei machen. Nee, ich will auch eigentlich nur zwei machen, also es reicht auch am Anfang, aber ich habe das Gefühl, ich decke damit zu viel ab, leider. Ja, gut. Da schläft einer. Oh. Ja, gut, und so? Ich glaube, er hat was, Und selbst meinst du? Eine gute Kaffeebrause. In diesen Wartezeiten fällt mir mal auf, wie unglaublich warm es hier drin ist. Ja. Langweilig. Sind 31 Grad. Blau. Was reimt sich darauf? Falke ist im Himmel. Ein Wolkenkratzer. Wolken, Himmel. Ja. Rentier fliegt natürlich im Himmel. Dreck, ne? Darf man auch nicht vergessen, ist auch im Himmel. Ah, Rentier tierisch schon. Ich würde sagen, wir machen den Falken weg, der passt nicht so ganz zum Himmel. Die Mieten gehen mittlerweile. Ich glaube, Wolkenkratzer und Blau ist ziemlich. Mein Blau, das ist Hockey, das ist eigentlich. Wolkenkratzer würde ich aber zuerst nehmen. Der Wolkenhimmel. Okay. Ja, Wolkenkratzer aber zuerst. Aber ein Rentier ist ja auch im Himmel. Ja, habe ich ja gesagt. Ja, das ist schon richtig. Wenn man zum Beispiel den Heiligen Gral in Isaac hat, kann man auch fliegen. Genau, den Kelch. Richtig. Es gibt das Gericht. Ja, jetzt ist die Frage. Falke es gibt das oder Gericht, blau? Das heißt Himmel und Erde, das steht Himmel für Äpfel. Blau, ne? Ja, ich denke, er meint schon blau. Falke ist irgendwie, das sehe ich bei Himmel nicht ganz. Nee. Das würde ich mir in die Kategorie von Tier blau. Oder so packen oder fliegen. Das, geh rein, Moggi, geh rein. Ja! Yeah. Da kann sich der Hockey nicht helfen. Das muss in seinem. Okay, dann packen wir mal was Fully Gutes rausgesucht hat. Packst das Fully. Prüf vor allem, ob man andere Sachen ausspricht. Wenn du was Falsches ausspricht, dann schrei einfach ganz laut. Also, Hockey haben hat einmal doch jetzt erst angefangen. Kaffee, nee, ich Brause. Ey, so schnell, hat nur 5 Sekunden überlebt. Diese drei würde ich sagen, Johnny. Oh, das ging schnell, Ricky, warte. Okay, Kaffee. Brause, Kaffee, Ja. Warte. Ich will mich mal das andere machen. Ja, ist ja Fully die Kaffeebrause hat. Jeder auf jeden Fall. Also je nachdem, wie mehlig ein Apfel ist, kann man den ausdrücken. Aber ich gucke kurz die anderen Begriffe noch an. Kannst du aus der Leitung trinken? So eine Leitung könnte man trinken, das war ich auch gerade. Expedition. Rentiere trinken auch ganz oft. Also ich würde sagen, Kelch machen wir zum Schluss, aber ich würde sagen, Kaffee und Brause sind eigentlich safe. Nee, das ist alles super offensichtlich. David ist ein bekannter Trinker. Ich fange mal mit Kaffee an, ja? Okay. Harz ist auch eine Art Flüssigkeit. Weil Fully will Kaffee trinken. Also so, dann mach mal eine Brause. Mach die Brause. Ah, ich würde erst guck mal, den Brause Johnny, sagen. Ich würde erst Brause sagen. Johnny, aber Brause kann auch eine Dusche sein. Johnny, Füller be easy on a Pepsi. Ja. Das ist der Hinweis für Füller. Ich glaube, es ist die Brause. Okay, dann mach Kelch zuerst. Wenn du sagst Kelch zuerst, meinst mach Kelch. Meinst du, Fully würde den Kelch sehen und sagen, da trinkt man drauf? Ja, probier. Ich würde sagen Brause. Fully ist ein Partybär. Sehr gut. Fully hätte, der würde so ein Kral. Gut, pass auf, oder machen wir jetzt die Brause und wenn das nicht ist, ist es Leitung. Wegen Leitungswasser. Okay. Boom! Ich hätte auch die drei sofort genommen, war richtig stark. Das war richtig stark, ja. Da sind wir ein bisschen im Verzug. Man konnte so gut die anderen auch ausspielen. Oh, warte mal. Okay, hat er jetzt nicht. Wir können auch einen random nehmen, wenn du willst. Nein. Ja, nimm mal einen random. Nicht in der ersten Runde. Nimm mal einen random. Was soll ich davon? Nimm dir keinen random. Ich hätte gegönnt. Aber Fully, ich meine, Ricky, da können dann ja die schwarze Karte kommen. Wir haben ja keine Ahnung, welche das ist. Ja, aber wenn der schwarze Peter. Der kommt dann. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich hasse meine Begriffe. Ja, so läuft's meistens in dem Spiel. Ja, letzte Runde ging's bei mir ein bisschen einfacher irgendwie. Und Fully kommt vor allem von der Seite und sagt, das finde ich voll einfach und so. Und ja, Fully kriegt trinken, ne? Und dann macht der Kaffeekelch Brause, komm schon. Ja, ja. Gut, Ich denke übrigens seit Rickys Runde immer noch über die Keksstange nach. So ein Twix. Stimmt, eine Keksstange. Die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Die längste Praline der Welt. Die kennt man unter Twix. Ja, ich glaube Twix ist länger als ein Duplo. Kann sein, ja. Ich habe lange die Werbung nicht verstanden. Ah, scheiße. Die Praline der Welt, weil ich mir dachte, das ist doch gar keine Praline. Ja, das ist immer ein bisschen da steht's. Yeah. Das sieht immer nicht gut aus mit Werbung. Weil ich habe Duplo auch nie ganz als Praline gesehen. Ja, ich finde das super dämlich, die Werbung. Ich glaube, niemand hat so wirklich gemacht. Ja.
Die längste es ist ein sie hatten halt so einen guten Slogan. Dachte, das ist halt manchmal hat man halt einfach so einen guten Videotitel. Man denkt sich, ja, aber wie mache ich jetzt ein Video drumherum? Stimmt, sie dachten so ist auch den Slogan und dachte sich, ah, aber es passt nicht ganz. Aber es ist so ein guter Slogan und es ist ein guter Vermutlich Slogan. Vermutlich schon, aber ich dachte, sie wollten es auch ein bisschen edler verkaufen. Das wird schon keiner hinterfragen. Ja. Und dann hat sie noch diese. Stimmt, was soll das? Die Musketiere-Werbung, wo der Typ dann, oder war es das, wo der Typ dann aus dem Silberpapier davon eine fucking Blume gebunden hat? Oh, das war ja immer das, mit diesem, der eine Fraß ist gar nicht hell, dem anderen und das gefiel, der hatte einfach viel mehr Stil. Ja! Oh, das war eine gute Werbung. Als ob du dich an sowas erinnerst. Ich hab doch immer die ganzen Zitate, so wenn es eine Melodie hat und einen Text, dann krieg ich es hin meistens. Ich hab's auch ein bisschen falsch gesagt gerade. Ja, genau so fast. Wie waren das nochmal? Am besten war immer noch Rocher aus den 90ern. Und wann geben sie sich Paula die Kugel? Die Kugel. Ey, das finde ich das haben sie wirklich gebracht. Es war auch ein Typ, der irgendwie am Hochhaus so am Rand steht irgendwie. Das war ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Sie hatten so ein bisschen Suizid-Imagery in der Werbung und dann hieß es die. Heutzutage wollen sie mit solchen Dingen ihr Produkt nicht mehr in Verbindung bringen. So, Hockey, mehr können wir nicht rausladen jetzt. Achso, da musst du auch mal nicht entscheiden. Oh, ich sag, ist so Stresse. Oh. Adrenalin. Doktor, der kann Adrenalin direkt reinspritzen. Wrestling, da fließt auch das Adrenalin. Oh ja. Das Adrenalin bringe ich auf einen ganz anderen Adrenalinspiegel. Oh. Stark. Meint ihr, so gut denkt der Hockey? Mit Adrenalin kann man gut laufen. Nee, laufen, Adrenalin, okay, nee. Okay. Also ich meine, du kannst, aber nee, lass das mir mal nicht verbinden. Nein, das ist so abwegig. Ich dachte auch, Videospiel Adrenalin, aber so aufregende Spiele spielt Hockey nicht. Dirigenten sind immer auf Adrenalin. Der mag ja auch Pokémon Snap. Hast du Doom 2016 gespielt, Hockey? Darf ich das beantworten? Ist wirklich ja. Nein. Na gut, dann würde ich Adrenalin und Videospiel nicht zusammenpacken. Also ich würde schon mal Doktor einloggen. Ich würde zuerst den Spiegel. Den Doktor zuerst. Der Doktor zuerst, ist sicherer, ist safer. Klingt mir Doktor ein? Ja, mach ich. Ja. Spiegel würde ich sagen, ist auch eine ganz eindeutige Sache. Adrenalinspiegel ist halt ein Wort, ne? Ja. Oder? Ja, absolut. Okay. Klick du an. Ich trau mich an. Mann, scheiße! Das ist nicht in Das ist kein Wort. Ich hab bei Adrenalin gedacht, und die werden auf den Spiegel klicken. Noch nie, ja. Nein, es ist auch kein Wort. Es gibt Adrenalinpegel. Und es gibt den Blutzuckerspiegel und sowas. Kein Adrenalinspiegel? Ich glaube nicht. Ach, ich dachte mies. Aber auch gerade. Okay, Johnny, komm schon. Ich hab's nicht verbunden. Ja, Moment. Mach es eine schöne Viererrunde. Ich gibt's das, aber ich hab's. Nee, Viererrunde schaffe ich nicht. Boah, ich meine, das war ein ganz klarer Fehler von uns scheinbar. Nicht entmutigen lassen, Moggy. Die müssen vier Begriffe können und wenn sie es nicht schaffen, wir wissen noch Adrenalin zwei Begriffe. Wir können noch was rausreißen. Wir werden jetzt nicht sechs Wörter schaffen. Aber mal schauen. Aber er muss klug sein. Oh. Notenblatt. Naja, Füller. Okay. Dirigent. Ja. Auf jeden Fall. Muss. Das würde ich sogar als erstes nehmen. Dann nimm Dirigent. Ich hab die so einfaches Zeug haben. Blatt. Ja, das ist lächerlich. Wieso denn einfach? Okay, pass auf. Mach erstmal Dirigent. Nee, das doch. Erstmal okay. Gucken, was. Füller. Dirigent. Ich habe das Gefühl, da hätte er auch einfach nur Noten machen können. Und das Blatt könnte noch irgendwie. Ja, nee, Harz ist ein bisschen weit gefächert wegen Baum und Papier. Das macht keinen Sinn. Ja, also Mietvertrag wird auch auf dem Blatt Papier unterschrieben. Oh ja, ist gar nicht Blatt. Doof. Dieses Auftauchen, Ricky. Markierung. Ja, erstmal zack. So. Dirigent. Dann würde ich jetzt sagen, Füller. Ja, doch. Sehe ich auf jeden Fall. Ja. Jetzt wird es aber langsam. Jetzt wird es aber langsam eng hier. Naja, du könntest auf einem Blatt könntest du einen Kommentar schreiben. Könnte ich wenigstens ein Wort von uns auswählen? Das Ding ist, Ricky, wir schaffen es ja eh nicht diese Runde, weil wir ja nicht noch ein Bonuswort nehmen. Wieso nicht? Wir können also. Naja, wir werden ja auch jetzt nicht irgendwas raten, oder? Doch, klar. Das was denn? Wir hatten doch alles bisher. Wenn wir jetzt das dritte Wort erraten, raten wir das letzte Wort. Wenn wir jetzt das dritte Wort noch erraten, raten wir das letzte Wort. Aber wir haben gar keinen Hinweis darauf. Dann ist doch egal. Nein, wir können die schwarze Karte bekommen. Fully stirbt gerade tausend Todes. Ist doch egal. Nein, das machen wir nicht. Guck mal,
Also erstmal müssen sie noch Blatt kriegen. Vielleicht erwischt sie da noch ein Wort von uns. Diese Runde Gewinn schaffen wir eh nicht, okay? Doch. Können wir uns darauf einigen, dass das nichts wird? Doch. Okay, falls wir davon ausgehen, wir würden diese Runde nicht gewinnen, dann können wir ihm noch eine Chance geben, einfach trotzdem nochmal zwei. Ja, das stimmt. Aber und wir merken uns halt das, was wir jetzt anklicken würden. Aber es könnte ja falsch sein und deswegen brauchen wir es eigentlich nicht. Ja, Miete oder Kommentar? Wegen Blatt, Miete, schreibst du drauf oder Kommentar? Ja, ich weiß, aber ich kann es wirklich nicht sagen. Also nichts hiervon spricht mich noch mit Notenblatt an, ehrlich gesagt. Ich finde die Miete eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich das Raten beenden und Ricky, Fuli hat ja noch eine Chance, uns zwei Wörter zusammenzufassen. Und selbst wenn er es nicht schafft, die beiden zusammenzufassen, kann er dann das neue nehmen. Nee, würde ich nicht machen. Und wir merken uns Rentier und nee, was ist denn das hier? Hör mal Miete auf, so passiv zu sein. Wir nehmen das Kommentar. So. Wenigstens okay. War es. Wenigstens war es. Keine immerhin. Fremde Karte. Ja. Vogelfänger. Falke und. Fänger. Das ist ein Vogelfänger. Oh, ich weiß, wohin er will. Aber guck mal, jetzt können wir schon mal wieder das ausschließen, weißt du? Jetzt brauchen wir nur noch Miete machen danach. Da können wir. Ja, ich weiß, Ricky, das ist. Jetzt hast du es verstanden. Das war mein Plan. Das war ja auch mein Plan. Okay. Wenn es der Falk nicht ist, dann würde ich mich sehr wundern. Ja. Vogelfänger. Fänger und Adrenalin. Weil wir müssen ja jetzt, die kriegen zwei Punkte hin, wir müssen jetzt irgendwie reinballern, ne? Fünf Sachen. Wir müssen jetzt... Ja, das ist okay. Gott, Vogelfänger. Ich weiß, wir können gar nicht so viel Scheiße. Ricky, wir hätten echt nicht so riskant spielen müssen. Wir sind super weit vorne. Ich liebe riskant spielen. Ja, aber nachher verlieren wir. Ja, wir müssen natürlich hoffen, dass die nächste Runde verkacken. Ich meine, in der Expedition, es wird zu Adrenalin und zu Vogelfänger passen. Gehst du auf eine Expedition oder ein Vogelfänger bist, dann fängst du ein paar Vögel und sagst, hey, ich habe hier einen Kakadu in dein aber Gesicht. Aber ist hart auch ein Vogelfänger, wenn Vögel drauf landen, dann sind die gefangen, weil es klebt und so. Bei Harz? Ja, an sich ja, das stimmt. Ich würde sagen, ein Apfel fängt ja auch definitiv, ne? Also ich habe das Gefühl, Expedition geht halt auch noch in Richtung Adrenalin, wo wir halt so gar nicht sind. Ja, das kann sein. Also was dann wirklich nur eins mit Adrenalin. Was würden wir auf jeden Fall noch bei Adrenalin reinpumpen wollen? Wrestling auf jeden Fall. Wrestling, ja. Also, wenn wir jetzt da eins richtig haben, dann würde ich als Zusatzbegriff Okay, Expedition und Wrestling. Den Weg gehen wir jetzt. Oh, wichtig. Und Wrestling. Okay. Oh, okay. Wow. Die hatten drei Wörter geholt. Aber es waren nicht die Hockey. Nein. Was war das für Geräusche, Hockey? Wasserhahn. Hey, ich hab mich gefreut, dass wir da Wörter aufgedeckt haben. Okay. Naja, ein Wasserhahn. Pass auf. Oh Gott. Naja, Leitung. Ja, ich hab mich gefreut, dass wir drei Wörter aufgedeckt haben. Oh ja, große Geräusche. Wir haben uns gefreut. Warte. Wasserhahn. Leitung ist. Nehmen wir einfach schon mal. Ja, nimm mal. Groß. Ja. So, Moment. Und das ein Wasserhahn läuft. Gemacht, oder? Ja, ich sehe das. Aber ich wollte vorhin schon Miete sagen. Wir würden uns doch jetzt die zwei Wörter versuchen zu verbinden. Ja, oder Miete. Miete, aber dann hätte er ja auch eins einfach anklicken können. Warum willst du Miete nehmen, Ricky? Oh mein Gott, das kann nicht sein. Ich krieg den nicht verbunden, Jungs. Ich krieg das nicht hin. Du musst es schaffen. Warum Miete? Scheiße. Tut mir leid. Du musst es schaffen, Hockey. Die haben nur einen Begriff im Trick, Hockey. Wegen Notenblatt, wegen Unterschreiben. Wir haben nur die eine Chance, Hockey. Ricky, das ist überhaupt kein Zusammenhang. Man unterschreibt kein Notenblatt. Ja, aber nur den Vertrag. Das hat nichts mit Miete zu tun. Ja, ein Füller hat auch nichts mit Notenblatt zu tun. Ich weiß gar nicht, warum du gerade so schnell warst. Hätte ich noch ein bisschen ab. Ja, ich wollte ihn eigentlich. Ricky hat schon vorhin dieses einen Begriff einfach reingeklickt. Ja, er spielt gerade ohne. Aber ich habe Miete gesagt und ist einfach bei Ricky. Er hat es einfach nicht losgelassen. Tatsächlich. Ja, du hast es bei ihm gepflanzt. Aber tatsächlich, Johnny, wollte ich eigentlich nur draufdrücken. Hä? Oh. Ja. Ich wollte es gar nicht nehmen. Ich wollte es nur mal anpicken. Du hast es so groß angekündigt. Nein, ich wollte es nur mal anpicken. Das würde ich jetzt auch sagen. Das sagst. Ja. Aber wir kriegen das hin. Wenn sie das jetzt nicht schaffen. Was muss es denn dann sein? Ich meine, dann ist auch egal. Also Apfel und Monitor kann man leicht verbinden, Hockey. Ja, das ist mir klar. Nein, keine Ahnung. Lecken. Ich weiß nicht, Mann. Hockey zermartert sich das Gehirn. Die letzten beiden Wörter sind immer so schlimm. Das ist der Wahnsinn. Ja, wegen Lauf, ne? Okay, ich überlege übrigens gerade noch...
Ich überlege gerade, was ich nehmen würde bei dir. Sache, die ich Maeve noch empfehlen würde, wäre vielleicht auch noch bei Adrenalin drüber nachzudenken, weil... Da fehlt noch einer, meinst du? Da ist noch einer, ich denke, es ist noch ein Adrenalin-Dingens offen. Also Expedition, Doktor und Wrestling waren Obwohl, Adrenalin. Ich habe einen Begriff bei dir. Ich denke, ein anderes ist noch offen. Ja. Was würde beide Spiel wahrscheinlich? Wie viel Spiel erlaubt? Nee. Ich sollte es nicht sagen, glaube ich. Schreib mir mal. Nee. Ach, scheiße, Mann. Okay. Die können wir auf jeden Fall priorisieren, Morgi, die beiden. Mhm. Vielleicht war für ihn auch Miete Dieses eine Wort, ich check's nicht. Ich meine, wir hatten bei Vogelfänger scheinbar auch nicht ganz das, was er wollte, was komisch ist. Weißt du das? Er hat komische Geräusche gemacht, nachdem wir das hatten. Ja. Nein, ich hab mich darauf nur gefreut, Jungs. Nein, scheiße, Mann. Ey, Fudi, wenn du mir jetzt hilfst, helfe ich dir nachher auch. Du weißt schon, dass ich ein bisschen in Führung bin. Aber auch nur ein bisschen halt. Lass mal nicht aus, Junge. Also ich sehe einen Weg, aber es ist halt die Frage, ob die Jungs drauf kommen würden, bei mir überhaupt. Ja, wir müssen auf jeden Fall bis auf Risiko gehen. Wir müssen es riskieren. Boah, ich weiß nicht, ob ihr das... Ja, auch nicht, weil ich sehe das Wort nicht. Drück drauf da jetzt! Junge, es ist auch schwer, chill mal. Es ist wirklich so schwer, Fully. Fully, sag mal. Hat er vorhin schon gesagt, Es ist wirklich schwer. Es ist nicht einfach. Naja, kann ihm das nicht lassen. Fully hat was. Ja, anscheinend. Ich glaube, der Fully hat einen Weg, Lauf irgendwie zu umschreiben. Bist du dir so sicher, dass wir Lauf haben als letztes Wort? Ich glaube. Klar. Ihr hättet Wasserhahn, Leitung und Lauf. Ja. Ja. Was wäre es sonst bei Wasserhahn das zweite Wort nicht, gewesen? Ich verstehe auch nicht, wie von Johnny auf Miete kommt, ehrlich. Ja, wirklich. Das ist so. Ich meine, Dreck vielleicht, wenn man sich damit reinigt, aber das hätte man doch dann auch irgendwie duschen oder so gemacht. Egal, ich mache irgendwas. Scheiß drauf. Rätselmeister. Ja, wir kriegen es nicht hin. Das ist unmöglich. Man kann das nicht verbinden. Ja, aber so kriegen sie ja nicht mal eins. Ja, sollen. Also, pass auf. Vogelfänger hat komische Geräusche gemacht, also wäre vielleicht Harz noch offen. Lauf wird wahrscheinlich das von Ihnen sein, bei Wasser würde ich nicht wegmachen. Ich glaube, das ist euer. Rätsel, was hat einen Lauf? Adrenalin hatten wir auch noch Videospiel. Stimmt, Videospiel ist auch ein Rätsel. Videospiel könnte auch Rätselmeister sein, da bin ich bei dir. Ja. Rätselmeister. Ring, Rentier, Harz, Monitor, Dreck, Tetris. Also, David ist kein Rätselmeister, oder? Ich kenne einen. David Copperfield. Nee, aber kennst du Dr. Lauf? Das Rätselmeister. Also Tetris? David ist glaube ich. Pass auf, bevor wir uns weiter Gedanken machen, wir klinken einfach Videospiel ein, weil wir sind uns sicher, dass es das ist. Und ja, wir haben verloren. Scheiße. Oh mein Gott! Ja gut, dann hat sich sie erledigt. Ja. Unmöglich, wirklich, es geht nicht. Pulli, ich check's nicht. Was hast du da gesagt? Also ich glaube, es sind... Lauf! Oh, Satzzeichen sind nicht erlaubt. David Tetris und David. Aber du hattest eh recht, das war ja offensichtlich. Okay, Tetris und David, mein Gedankengang war Arcade Gamer. Da klicke ich doch auch Videospiel an. Aber dann hätten und Monitor. Dann hätten sie vielleicht an den Menschen gedacht. Das wäre meine Nein, ich glaube, wir hätten Monitor und Videospiel angeklickt. Ja, war mit Monitor und der Videospiel daneben ist halt. Ja, das ist ein RIP. Ich habe durchgehend mit David zu kämpfen. Was zum Teufel? Was soll man mit David machen? Ja, David ist kein guter Begriff hierfür. Das ist so schwierig. Was soll das? Und ich wollte euch die ganze Zeit so hinführen. Mein Versuch war irgendwie zu sagen, ey, es geht um einen Mann. Deswegen habe ich geschrieben Vogelfänger und so, Rätselmeister. Aber da ist kein Custom-Wort von uns. Nein, ich wollte einfach irgendwie euch zu einem Mann bringen. Aber lustigerweise haben sie gar nicht mal an Tetris gedacht. Das war das Erste, woran ich dachte bei Rätsel. Ja, es ist Puzzle-Game. Das haben die auch gewonnen. Wir dachten das doch eins von Adrenalin. Was waren die Adrenalin-Begriffe? Aber ich habe auch direkt dran gedacht. Adrenalin-Begriffe waren Doktor, Expedition, Wrestling. Aber es waren vier. Also ich habe halt auch direkt gedacht. Nein, es waren drei. Nein, es waren drei. Nee, Rätselmeister waren drei. Oh, es waren nur drei. Ja, ich dachte, da waren vier. Oh ja, shit, jetzt waren vier gewesen. Ja, nee, nur. Okay. Noch eine Runde, oder? Schade. Also ich habe noch Bock. Jetzt soll Molly nochmal Geheimdienst testen. Wir haben auch nochmal andere Teams.
Ja, andere Teams dann. Ja, oder so. Okay, eine Runde erst andere Teams. Achso, ich dachte, ein neuer Part mit neuen Teams. Wir können auch neuen Part mit neuen Teams machen, ja. Aber wir machen nicht noch einen neuen Part, schon so spät jetzt. Joa. Joa, okay. Okay, dann los. Wir wechseln mal die Teams. Okay. Ja. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ihr mir mit David zuschaut. Darf ich nochmal Spymaster sein? Ich wäre gerne im blauen Team. Das wäre mir wichtig. Aber man kann die Teams wechseln? Ich hab grad, man kann. Krieg einfach auf Zufall. Ich hab grad die Teams zufällig eingeteilt. Oh. Und sie wurden einfach nur getauscht. Ja, aber gleich. Oh, Alter, what the fuck? Okay. Ah, jetzt. Okay. Nein, mach nochmal, ich will blau sein. Das stimmt. Nee, ist doch egal. Okay, naja, Hockey ist ja blau, das ist wichtig. Hey, Moggy ist auch immer rot. Was? Nee, ich weiß nicht. Was soll denn? Okay, dann so. Okay, wer von uns. Geheimdienstchef? Okay. Okay, Mogi. Mogi macht das. Okay, wir müssen. Wir beide sind ein Gehirnkomplex. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Hockey, wir beide können uns richtig dabei. Aber wir werden uns so reinreiten in irgendwelche dummen Hirngespinste. Nee, das gehen wir schnell. Okay, Star. Was? Ja, als Begriff. Oh ja, wirklich. Was mach ich denn da? Wenn das der schwarze Begriff ist. Nein, das ist der blaue Bild. Was ist denn Forst? Nein, das muss blau sein. Bitte, bitte. Das ist Forst? Ich hab eine Sache, aber die ist ganz weit. Oh. Ich weiß nicht, ob ich löse. Wie viele Zahlen? Wald, ne? Aber. Riech, mach so ein Sechser, so ein Knacki. Nee, ich glaube, ein Dreier krieg ich hin. Nice. Ein Dreier. Hm. Okay. Ah, Hockey ist ja auch dabei. Ja. Achso, ja. Ja, Hockey ist bei den anderen. Nicht bei uns, Maeve. Nein, das sind die Roten. Wisst ihr nicht, vielleicht ist Hockey am Boden. Achso, ja, das meinte ich doch gerade vorhin, dass Hockey auf der Karte ist. Oh, okay. Ja, Ricky ist ja auch dabei. Ja. Und Zelda auch. Als Begriff. Stimmt. Und Zelda auch. Alle hier im Call sind dabei. Sehr gut. Alle im Call. Der gute Ricky, der gute Hockey, der gute Zelda, der gute Bea, der gute Sonntag, der gute Clip. Und die Buben auch. Ja, die Buben, das sind wir anderen vier. Aber es sind coole Begriffe. Ja, stimmt, die Buben, ja, stimmt, sind wirklich alle im Call. Ja, stimmt. Ricky, Hockey und die Buben. Oh, Morgi, das ist aber auch echt scheiß Dinger, ne? Nee. Also, Morgi, deine Haut will man nicht stecken. Ja, wir versuchen es einfach. Okay. Was hast du aus dem Zweifel? Na, wir gehen rein! Schüler. Jonas, du kennst mich ja gut, ne? Ich war in der Waldorf. Du schaffst das gleich. Nutella, Balz Fully. Jonathan? Ja, ich schaff das. Meinst du? ich muss erstmal auch richtig gucken. Nein, also Forst. Wir haben auch eindeutig Schule. Schule auf jeden Fall, ja, 100%. Ja. Das ist voll dreist. Forst wegen. Ja, weiß auch nicht, ob es erlaubt ist, mir echt zu sagen. Ja, echt so. Was ist? Schüler bei Schule ist schon ein bisschen. Ja, okay. Okay. Aber es ist halt so naheliegend, als ob ihm das warum dann nicht aufgefallen wäre. Warum fehlt denn hier Schmieden auf der Karte? Ja, warum ist Schmieden nicht drauf? Ich überlege halt auch, ich muss halt echt überlegen, was ist eigentlich Muggis Perspektive von Waldorfschüler? Und, ne, weil ich bin ja auf einer gewesen, das heißt, vielleicht sehe ich Dinge viel zu anders als er. Aber Schule sonntags, ist safe, oder? Geht man sonntags in die Waldorfschule? Nee. Einfach mal Schule rein, dann sind wir ganz safe. Ja, ja. Das ist so witzig, wenn es ein blauer Begriff ist. Was halten wir von Forst? weiß nicht. Habt ihr da viel mit Wald und so Forstarbeiten und so gemacht? Ich hatte ein Forstpraktikum, ja. Genau, Waldorfschule ist auch so ein Lehrzweig. Wieso hast du Forst ausgewählt? Weil ich denke, das passt. Ja, aber warum? Ich hatte ein Forstpraktikum. Ich will sie überhaupt nicht an meinen Arm ausgekugelt. Wegen ersten vier Buchstaben, hätte ich gesagt. Danke. Wald. Ich wollte gerade sagen, ich dachte nämlich, dass es deswegen drin hat. Ja, hätte ich auch deswegen ausgewählt. Wald halt. Ja. Oh, die heißt halt so, ne? Waldorfschule. Ja. Ich denke, ich kann jetzt inzwischen sagen, ich stimme zu, dass das mit dem Schüler, ja, das war nicht gut. Ja. Egal. Okay. Nicht dafür mache ich auch gleich was Unfaires, ja? Ja, passiert sowas, übersieht man mal. Das war nicht beabsichtigt. Jetzt kommst du die Zelda-Kohle. Also wir sagen Forst, ja. Rickys Wort ist gleich zwei Rasiererbuben. Du als erfahrener, ich geh mit dir. Egal, was du jetzt auswählst, ich bin da bei dir. Okay. Forst war richtig, Gott sei Dank. Nutella habe ich halt genommen, weil ja. Nutella, Fully Waldorfschüler. Es könnte sein, dass er auf mich anspielen möchte, ja. Aber ich hoffe es. Das aber es kann auch was anderes sein. Ich überlege gerade. Also ich frage mich, ob Mobby so gedacht hat gerade. Oder ob er gerade denkt, was für eine Scheiße machen die da. Nutella ist das schwarze Wort, was tut ihr da? Europa. Nee, die gibt es ja nicht. Warst du nicht auch in der Waldorfschule? Ich habe Hauptschule, du Arsch. Steuer. Oh, weißt du was, ich gehe mit Nutella mit. Okay, rein Bildungszweig ist auch stark, aber ich denke, Moggy meint mich.
Fuck! Ja! Yeah. Oh, ja. Ist mies. Scheiße. Nice. Okay. Ja, aber. Ja. So, jetzt musst du darum Johnny? Keine Gedanken mehr machen, Ricky. Johnny? Und Nutella. Johnny? Ich habe mir nicht genug Zeit, lass mich als erster dran, weil ich wollte nicht wie ein Rookie sein und ja, das war erster dran zu sein. Johnny? Das war auch ein bisschen krass. Das musst du jetzt carryen, ja? Von mir. Scheiße, ich habe Angst, ich werde es nicht wissen. Ja, Ricky. Ja, okay. Schon mal Ricky. Also. Also. Pfeife hält Bär Schokolade. Was zum Fick, Ricky? Ich schau mir das gerade an, das ich denke, was? Wrestling ist nicht dabei. Ricky ist der Held seiner eigenen Geschichte. Nee. Ich meine, Ricky sehe ich auf jeden Fall. Doch, doch. Doch. Warte. Ricky, du hast Mania falsch geschrieben. Ich schaff. Ich klick die nur an. Alles gut. Scheiße, ich weiß nicht. Boah, das kann aber viel sein, oder? Das könnte mit der Origin zusammenhängen oder so, warum Ricky das halt falsch schreibt. Ja, aber warum ist das so? Ich weiß nicht. Weil ich meinen reingeorgelt habe, was weiß ich. Nein, natürlich nicht. Ricky, du musst die Klappe halten. Es könnte recht viel sein. Ach, reingeorgelt, weil das ein Begriff ist. Nein, das war reingeorgelt, wie witzig. Nee. Boah, das war jetzt aber Ricky, war es wirklich? Das war überhaupt nicht risky. Also, pass auf. Meine Idee war, also es könnte natürlich auch Chips und Cola sein, weil der halt wahrscheinlich, also nichts. Na gut, also auf jeden Fall, aber was auch noch sein könnte, wäre halt Zelda, weil er irgendwie vielleicht Zelda spielt oder so. Weil sich immer noch auf sich bezieht, ein Clip vielleicht, weil da irgendwie witzige Clips, oh, ich bin RPU, schau mal Karriere nach und so. Aber man hätte oder Ricky und Zelda einfacher zusammenfassen können, denke ich. Weiß nicht. Obwohl. Er will ja drei Sachen machen. Dann dachte ich, ja, vielleicht Pfeife, aber ich glaube nicht, dass er das meint. Jetzt könnte er sich selber beleidigt und so aus, haha, schaut mich an so, aber. Ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Moggy, ich schreib dir mal, was ich vorhatte. Ich denke, ich sehe ein paar Möglichkeiten, aber eher Schokolade. Schau mal, ich weiß halt nicht, ob er so auf so, yo, ich esse irgendwie Zeug, aber das ist ja Quatsch, das wäre viel zu weit hergeholt. Weil hier ist zu viel Essen, glaube ich nicht. Europa. Ah, Moment, ich mute mich kurz und sag's den Zuschauern da draußen. Ladung? Ja. Er hat. Bist du bei Zelda dabei? Zelda und Cola gemeint. Ja, er macht Let's Plays und so. Aber. Ich hab das Gefühl, da ist noch irgendwas dabei, was du gar nicht unbedingt weißt, sondern ich halt irgendwie. Ja, stimmt, der hat ja extra gefragt, ob das du das irgendwie kennst und so. Es hängt irgendwie so ein Insider oder so eine Kleinigkeit, so eine Info über Ricky, die mir gerade nicht kommt. Ladung. Ladung. Ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Ricky ist der Held seiner eigenen Geschichte. Hast du schon mal gesagt? Ja. Aber ich denke, trau das solltet ihr wählen. Ja, okay, lass wählen, lass Held wählen. Hat recht. Also. Nein, es könnte auch Chips sein. Nee, pass auf, aber was Ricky die immer so isst. Denk auch, aber den Punkt weißt du, ich weiß, trinke jeder ich isst Chips. Trinke ich weiß, Cola? Oder fucking Schokolade oder Kiwi, so weißt du. Ich glaube, wenn man. Soll ich mich vorhin auch essen. Gefühlt, Ricky? Es ist irgendwas, was Rocky auffällt. Ja, dann ist eine Pistole einfach, oder? Es ist etwas, was. Da drehen sie sich im Kreis. Ricky hat es morgen gerade auf Discord geschrieben. Ich meine, man sieht auch, warum es so ist, aber jetzt trotzdem. Ach, ja, ich verstehe es auch. Hätte ich nur genauer drüber nachgedacht. Ja, er hat sich wahrscheinlich die Wörter nicht. Warum bin ich eigentlich nicht? Was sind so deine Top-Picks? Ja, also ich sag immer noch Clip, wäre krass. Top 5 Wörter, die Ricky Mania beschreiben. Ich denke nur an Trackmania, an WrestleMania, also so, als ob es damit noch irgendwie zusammenhängt, aber das ist, glaube ich, gar nicht mehr gemeint. Main. Schreibfehler. Irgendein Wochentag? Also ich glaube auch nicht mehr, dass es sich auf das Mania bezieht. Ich glaube, das Mania war wirklich nur für Ricky, oder? Ich glaube, er sucht Wörter, bei denen es um ihn geht. Oder was könnte er sonst mit Mania. Was heißt denn Mania? Ich glaube nicht, dass er. Nichts davon macht irgendwie Sinn für Mania, oder? Hockey Mania. Ja. Nee, weiß nicht. Schokolade Mania. Wollen wir das einfach abgeben? Wir haben zumindest nichts falsch. Sollen wir Clip machen? Clip das. Ich weiß nicht, vielleicht. Du findest das Quatsch. Ich finde deine Herleitung alle gut. Ich bin bloß die ganze Zeit so, was ist die eine Sache, die Ricky wollte, die ich erkenne? Und das finde ich einfach gerade nicht. Vielleicht meint er Zelda damit. Ja, wir können auch abgeben, aber. Er meint den Europa-Park. Wir können vielleicht auch noch die Buben meinen, weil er euch kennt oder so. Ja, aber da fehlt irgend so ein Insider, der Klick machen müsste oder so.
Ja, ich meine, wahrscheinlich war es nicht mal selber. Wenn du willst, beenden wir. Ja, komm, Ricky muss noch eine Chance bekommen. Dann behalten wir es im Hinterkopf. Ja, weil sonst klicken wir jetzt was Rotes an oder so. Okay. 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 Hast du was, Mögi? Ja, ich hab was. Ich denke, das kannst du finden. Okay. Das kriegst du für den Pulli. Außerdem haben wir schon Nutella. Liechtenstein. Das ist Nutella. Europa. Safe. Und es ist eine Steuer. Gehe ich mal von aus. Ja. Also sagen wir Europa und die gute Steuer. Und dann haben wir das geritzt. Ah, guck mal, Leute. Gut, richtig. Ratzfatz geht das hier. Was Holy shit. Los? So, ich muss auf Toilette. Ich bin sofort. Jetzt kann Rigi das nochmal versuchen. Ja. Der wollte das schnell hinter sich bringen, der Fudi. Pfeife? Ja. Da meinte er vielleicht doch Pfeife auch in der vorigen Runde schon. Ja, wahrscheinlich, ich glaube auch. Orgel, achso, ja klar, logisch. Warte! Rein Orgel, mein Herr. Ich hab was, ich hab was. Aber ich nehme Pfeife auch. Oh, jetzt. Ich hab jetzt etwas, was es hätte sein können mit dem Insider, dass er immer sagt, die Raben, die bewähren. vielleicht meint er das. Ja, ich nehme jetzt aber erstmal Pfeife, oder? Aber. Soll ich Pfeife nehmen? Ja. Okay. Sollen wir einen Bären nehmen? Oh. Sagt er das? Liebe Raben, liebe Bären? Ja, das sagt Ricky so. Aber ja, er sagt es auch. Wann? Ganz oft? Ja. Dann pick. Nee, ich trau mich nicht. Das ist die schwarze Karte aus Versehen oder so. Ey, wir sind relativ weit vorne. Das könnte halt einer der Insider sein. Wir haben vorhin auch einen. Ja! Ja, ich hab so gedacht. Das ist unglaublich. Ich hab auch sofort gedacht, das muss der Bär sein. Das ist unglaublich, Ricky. Oh, ja, das ist unglaublich. Ja, das weiß ich halt natürlich nicht. Warte, ich glaube, das ist es immer noch nicht. Denkst du? Ach du Scheiße. Egal, sehr gut. Unglaublich. Wir wurden so lucky in Morgis Auge gerade. Das ist wie so eine Druckersituation. Am besten, aber Maeve hat auch bei Mania an Bär. Ich habe auch bei Bär gedacht. Also okay. Gedacht, ja. Okay. Ich bin mir sicher, die decken jetzt auch nochmal ein blaues Feld auf und dann... Ricky, kriegst du einen Zweier hin? Ja, ich versuch's. Okay. Morgen kriegst du 5 hin. Schaffst du easy. Scheiße, Morgen. Ja. Morgen mach jetzt. Gerade eben dachte ich, wir sind voll auf der guten Pace mit dem Schaden. Ja, schön eingeloggt und so. Das war das Problem. Ja. Deine Blaue hat's ein bisschen verkackt. Vor allem, wir haben, glaube ich, mit mehr Begriffen auch gestartet, ne? Also, wir hatten hier 9. Ja. Weiß nicht, ob wir angefangen haben, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, wir haben angefangen. Doch, wir haben angefangen, ja. Fuck. Ich überlege immer noch, was das Wort sein könnte, was wir bei Waldorfschüler irgendwie nicht bekommen haben. Stimmt. Oh Gott, ich überlege. Aber oder meinst du vielleicht. Gibt es Waldorfschüler nur in Europa eigentlich? Ich meine, die gibt es auch in Amerika. Okay, dann ist das schon mal, fällt es raus. Das heißt, einen Waldorf-Begriff haben wir vielleicht sogar noch drin im Spiel. Mir kam der Gedanke, habe ich das mal erzählt, dass wir einen Tanzball gemacht haben und ich Tango gelernt habe in der Schule? Weil das habe ich tatsächlich getan. Das ist halt das Ding. Ich weiß nicht aber, ob ich das jemals erzählt habe. Also, ob Magi das überhaupt weiß. Ich weiß nicht, ob ich darauf antworten darf. Darfst du nicht. Ich weiß halt auch nicht, ob Morgi den Begriff Schüler auch direkt immer mit Schokolade oder so verbindet, ne? Meinst du, da hat er gedacht? Das wird das gute alte Schokoticket. Vielleicht auch nicht. Das wo war aber dann der Waldorf-Aspekt davon? Ja. Vielleicht nur Forstern? Schüler. Oh, ich hab für Waldorf-Schüler noch was, tatsächlich. Ja, ich auch. Dann bald für dich. Natürlich war es für mich. Nee. Nee, sag jetzt. Ich sag's jetzt. Okay, ich werde es jetzt sagen. Okay. Ja, Hockey, warst du Waldorfschüler? Ja, tatsächlich war ich Waldorfschüler. Ich denke, Morgi bezieht sich darauf. Hätte sein können. Ja, nein, kein Scheiß. Echt jetzt? Nein, du verarschst mich. Mal schauen. Munition. Kannst du ja rumschauen. Das ist die Pistole auf jeden Fall. Aber wir können jetzt keine 5 Begriffe eingeben, ne? Das heißt, wir müssen es jetzt. Nee, ich vertraue darauf, dass sie nicht hoffen, dass 2 verkacken. Stück schaffen. 3 kann ich eventuell, aber bis zu den 3 müssen wir natürlich noch ein bisschen mehr ausschließen. Pistole auf jeden Fall schon mal. Ja. Sollen wir auswählen? Und Ladung passt auch ganz gut. Ja, man lädt halt eine Pistole mit Munition. Aber wollen wir jetzt. Ja, mach mal rein schon mal. Ladung. Okay. Ja. Aber wollen wir jetzt noch Waldorfschüler was riskieren oder lieber nicht? Ist halt jetzt die Frage, ne? Es wäre eigentlich echt gut, aber.
Weil ich weiß ja nicht, ob Mogi er war der Meinung, dass wir drei Begriffe hinbekommen mit Mogi, Waldorf. Du tust mir so leid gerade, ne? Aber na, schon okay. Vielleicht soll ich auf Tango gehen? Oh, Fully. Ich weiß es nicht, ey. Ich weiß es halt nicht. Ich meine, wir können risky sein oder nicht risky sein. Es können auch sein, dass die dann nächste Runde schaffen. Ich bin dafür, dass ihr unabhängig davon, was ihr wählt, aber ich bin dafür, dass ihr es versucht. Denn wir brauchen alles, was wir haben können. Wir brauchen. Ja. Was hältst du davon? Machen wir Tango? Vielleicht habe ich es nicht mal erzählt. Rein in Tango. Nee, also okay, war neutraler Begriff, also was soll. So Jungs, jetzt macht ihr den Sack zu. Ihr könnt doch eh nicht das Spiel beenden, wir sind ja sowieso noch mal dran. Nein, ihr macht also, den Sack jetzt zu. Also hättet ihr euch den dritten Begriff drauf für die nächste Runde aufgebaut. Schwarz. Was bringt es euch mit zwei oder mit drei Begriffen hier? Alter Hockey, was soll die Scheiße? Was hat das mit... Du weißt, warum ich anspiel will, ne? Wegen Blau, oder? Ricky, da hast du aber was, hast du... Ach so, weil die Karte blau sein muss. Ah, ja. Okay, ich hab nicht... Ja, ich Schokolade-Cola. Nee. Schokolade-Schwarz, Cola auch. Oh, ich hasse alles daran. Okay, was kann das schwarz sein? Hell? Also ja, kann... Aber, Zweig? Ja, ist braun, oder? Er bezieht ja schon auf die Farbe. Die schwarzen Buben. Oh. Hä, ist nicht so ein Kartenspiel irgendwas, oder? Schwarzer Held. Ja, ja. Schwarzer naja, die Peter. Buben können halt schwarz sein. Gibt's so ein Black Sunday? Gibt's... Ja, also dachte ich auch. Ja, naja, das ist glaube ich, schwarzer Freitag. Ich glaube, es gibt keinen schwarzen Sonntag. Es gibt den schwarzen Freitag auf jeden Fall, ja. Ja. Schwarz. Also, pass auf, so oder so, lass uns einfach Cola schon mal picken, weil die ist 100%. Weißt du, was schwarz. Witzig wäre, wenn wir jetzt die schwarze Karte anwählen mit dem deutschen Wort? So ironisch. Dann hätten wir es nämlich theoretisch richtig gemacht. So. Okay, also, was kann es auf keinen Fall sein? Ich glaube, Hockey meint er nicht. also, Clip, auch nicht, oder? Ach, komm schon, Clip, wir kriegen das in schwarz. Fuß. Schwarze Füße, gibt's auf jeden Fall. Gibt's auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Aber es gibt sicher auch schwarze Chips und so. Schwarze Chips gibt's auch, wenn die verbrannt sind, definitiv. Oder der One-Chip-Challenge, der war ziemlich schwarz. Was hältst du von meiner Schokoladentheorie? Schon, also die ist nicht schlecht, aber man hätte beides mit braun beschreiben können, Cola und Schokolade. Cola ist doch nicht braun, oder? Klar. Doch. Wirklich? Das ist auf jeden Fall nicht, die ist ja nicht wirklich schwarz. Cola ist nicht schwarz. Cola ist nicht schwarz. Sie kommt an schwarz am ehesten ran als Getränk, aber... Ja, er ist braun, würde ich sagen. Aber auch braun, ja. Das Cola ist ja braun. Das sieht man doch in allen möglichen, wenn sie so eingekippt wird, so richtig schön. Da haben wir vermutlich zwei unterschiedliche Meinungen, Johnny. Das ist doch kein schwarzes Getränk, das sieht doch nicht aus wie Tee. Nein, Johnny hat vollkommen recht. Gibt es schwarze Buben? Also Kartendinge. Ist für dich, mal ganz kurz, schwarzer Kaffee heißt ja so, ne? Ist der schwarz für dich? Nein. Nein, für Hockey. Aber ja, denke schon. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, wie der aussieht. Weil ich finde Cola und Kaffee haben dieselbe Farbe irgendwie. Ist schon beides braun. Pass auf. Gibt es nicht so eine fucking... Ich habe die nie selber gelesen bekommen oder so, aber gibt es da nicht so eine komische Geschichte mit so einem schwarzen Buben, die so super rassistisch ist? Ja, weißt du, die ist fucking wie die dieser Strubbelpeter und so? Ja, genau, die ist wahrscheinlich... Meint er den schwarzen Buben? Wilhelm Busch. Meint er den schwarzen Buben? Ich denke gerade an Rasierer, gibt es nicht eine Marke? Schwarz? Schwarzkopf? Ja, Professional aber... Professional Haircare for you? Ja, von Schwarz. Kopf. For real? Ist gesponsert bei? Rasierer ist, glaube ich, braun. Ich habe mittlerweile, also Schokolade ist Quatsch, glaube ich, mittlerweile. Ja. Weil es hat bitter, ist dunkel, aber nicht schwarz. Und das halt Cola übrigens auch nicht, aber gut. ich denke, da haben wir zwei verschiedene Ansichten, ja. Ja, er meint den schwarzen Buben, oder? Ich habe das irgendwie so reingeworfen und plötzlich bist du dafür. Schwarzer Bube? Ja. Ja, warum nicht? Es gibt... Das ist das Einzige, was... Schau mal, wenn du das Wort schwarz mit etwas kombinierst, dann ist das Einzige, Cola was... Wenn ich Cola und Buben kombinieren müsste, ich glaube, ich würde es anders machen. Als mit schwarz. Weiß nicht. Ja, weiß ist es nicht. Ey! Warte mal. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab's! Johnny! Okay. Er meinte mit Cola gar nicht... Schwarz war gar nicht auf die Cola bezogen. Die Cola war von auf ihn bezogen, weil Bär war ja nicht für ihn. Er meinte den Schwarzbär. Hä, nee, wieso sollte er jetzt nochmal irgendeinen Tipp für Bären machen? Nein, Martin, die sind doch schon weg. Nein, das mach ich doch gar nicht. Achso. Ich hab mich auch gerade umgeschaut und dachte mir, wovon redet er? Genau, das hast du gerade gesagt. Aber Hockey redet sich nur im Kopf und Kragen, ey. Aber Bär war ja nicht Mania. Vielleicht, ja, ist doch egal, das hat aber nichts mit Schwarz zu tun. Der Tipp kam ja jetzt. Schwarzen Sonntag. Der Rabe ist übrigens auch schwarz von dem Raben, liebe Bär. Schwarz. Gibt schwarze, Clip, Kiwi, Fuß, Chips,
Hockey, Held. Ich sehe wirklich nur Schokolade, Rasierer Buben. Und Buben. Ich finde Buben echt ziemlich. Dann macht die Buben. Aber es könnte so, wir könnten oder so gibt's einen schwarzen Sonntag? Gibt's einen schwarzen Sonntag? Wir könnten, nein. Also bestimmt gibt's den, aber ich, also ist doch jeder Tag mal irgendwo in der Geschichte so schwarz gewesen. Ja, ja. Buben? Nein, Ricky meint nicht die Buben. Wieso sollte man schwarz nehmen für Buben? Denkst du, Morgi kriegst in der nächsten Runde drei Sachen zu essen? Also vorzuschlagen? Also sollen wir nochmal raten beenden? Ich meine, oder du nimmst jetzt, oder nimmst den Sonntag. Doch, der schwarze Sonntag ist bestimmt eine Sache, aber kennt Ricky die? Ich kenne, warum... Nein, wieso sollte er das machen für uns beide? Vielleicht meint er Batman. Aber schwarze Buben gehen wir beide. Vielleicht meint er Batman. Meint er fucking Batman? Nein, ihr Lieben. Aber Morgi, du weißt, worauf ich hinaus wollte, ne? Angst. Ja, denkst schon klar, ich sehe, das waren nur bei zwei Begriffe, Alter, die gefehlt haben, Ricky. Natürlich weiß ich's. Ich meine, natürlich okay, weiß ja. Morgi weiß doch, welche Karte da noch liegt. Ja. Also glaubst du, dass das klug jetzt eine Runde aussetzen und ihm dann einen eindeutigen Begriff geben? Ich glaube nicht, dass das klug ist, aber. Ich weiß ja nicht, ob sie es schaffen. Ja, komm, wir machen es spannend. Wir machen es spannend. Oh nein. Sie können noch gewinnen. Okay. Das könnte ein Riesenfehler okay. sein, aber. Hast sie du können noch Morgi? Gewinnen. Schwarz war am Ende doch zu. Wird ein langes Wort, aber das ist okay. Es wird ein langes Wort. Oh, jetzt schreibt aber. Heckenschneider, was ist das denn? Nein, was? Das okay. Du kannst Heckenschneider sein. Ende. Also. Was? Heckenschneidergruppe? Ja, das ist die Gruppe ja, an anonymen Heckenschneider. Kannst du direkt alle drei Begriffe hinschreiben? Die treffen sich jeden Sonntag. Wie alle drei aus. Begriffe? Was soll denn das? Ja, es sind ja einfach drei Begriffe hintereinander. Ja, das stimmt. Ja, und ist das nicht erlaubt, was? Heckenschneider. Ja, natürlich, das ist ein Wort. Es ist ein Wort. Es ist ja, nicht mal so weit hergeholt. Welche Begriffe haben wir schon mal gebannt, tatsächlich? Jetzt komm, in dem Fall, das ist doch eine Sache, die existiert. Nein, was ist das? Noch nie von einer Heckenschneider. Was, du holst einen fucking Gärtner? Oder dann hast du eine Heckenschneidergruppe? Und dann ist sie bekannt als Heckenschneider. Mehrere Leute, die deine Hecke schneiden. Eine Heckenschneidergruppe. Also ich finde das Wort jetzt nicht so schlimm, aber ich bin auch im Team, ne? Also ich glaube, sie schaffen es halt auch trotzdem. Es ist sehr verkünstelt. Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen schon, aber komm schon. Moment, er sagt, wir schaffen es trotzdem, aber wir haben schon drei Sachen angewählt. Ja. Will er uns dann auf die falsche Spur bringen? Wer sagt also, das? Johnny hat es gesagt. Heckenschneidergruppe. Das hat Johnny gesagt. Zweig, Schneiden, Rasierer. Rasierer, Buben, Gruppe. Buben. Ja. Ich bin Rainer. Da voll bei dir. Ja, macht ruhig bei. Ja, mach schon. Ist bestimmt der Sieg. Ja. Let's go! Verdammt nochmal, ich wollte dich da noch irgendwie abkriegen von. Schwarzer Fuß? Wegen schwarze Füße. Wenn man zu viel Cola trinkt, kriegt man schwarze Füße. Das hat deine Mutter nie beigebracht. Was? Das habe ich noch nie gehört. Das hat meine Mutter drüber gesagt. Wenn ich zu viel Cola trinke, kriege ich schwarze Füße. Okay, das hat meine Mutter schwarzer Fuß zumindest mal erwähnt. Ja. Ich mag es, dass Ricky auch gesagt hat. Er hat Cola und Fuß ausgewählt, hat er zu mir so quasi rübergeschaut und gesagt, ja, ziemlich clever, oder? Und ich dachte mir, was? Die werden doch nie drauf kommen. Okay, was war bei Mania gemeint? Cola, Zelda und Ricky. Okay, cool. Das heißt, ich hab da noch fucking Pfeife und was auch ein Teller dazu geholt, was gar nicht das war, was er meinte. Ja, aber der Bär war schon krass. Nein, wir haben das nicht deswegen angeklickt. Ja, aber der Bär war schon krass. Ich hab Chips genommen, weil er die Chips mal rauslegt vorher, damit die pappig werden. Ja, aber ich deswegen hab ich ja schon gesagt. Nutella habt ihr angeklickt und Pfeife war bei Instrument. Was erzählst du denn? Pfeife war Instrument, Orgel und so. Ich hab nur Bär so super lucky noch bekommen. Ich hatte Pfeife auch bei Menge angeklickt. Also nicht angeklickt, sondern halt du bist eine Pfeife. Okay, vermutet. Du hast dich um Kopf und Kragen geredet, Hockey. Ich? Wieso? Was hab ich gesagt? Ja, genau. Nee, hast du generell einfach. Das ist auch dann super vorgesprochen auf den nächsten Part. Waldorfschule war übrigens super dumm, weil ich... Was? Hauptsächlich war es bei mir irgendwie auf den Wald... Ich hätte einfach nur Waldorf machen sollen. Ja, ich... Für Ast und Zweig. Ich bin Schüler war. Ich dachte mir, ich pack den Schüler noch mit rein, aber das war dumm. Ja, oh, okay. Aber ich hätte diesen Bildungszweig viel weiter durchdrücken müssen. Na, es ging eigentlich nur um den Zweig vom Baum, Begriff, Wald, Zweig. Das war nicht auf Bildungszweig. Ja, ich weiß, aber ich wäre dann über einen anderen Weg quasi raufgekommen. Ja. Ja. Aber gut, das war eine Runde Codenames. Ja. Eine lange Runde. Ja. Jo, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Hi. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Na. Tschüss. Hi.